mir. Ja, Leute, Ja, so sieht's bei aus, ja, oder? du hast Du mit kein deiner Eier. Geh Frau. und bitte such deine Eier und dann können wir reden. Weil Die du sind bist bei so deinem Mann im Mund vielleicht. scheiße. Ey, Albani, bisschen respektvoll, Er Bro. hat Ach keinen so, sieht Respekt, auch aber reden, wie das sie ist will und die soll okay. Respekt haben, oder was? Ich habe doch gerade auch zu ihr gesagt, dass sie respektvoller umgehen soll. Du hast es selber gehört. Ja, nee, wie viel soll ich mir denn von ihr gefallen lassen? Egal, was ich rede, sie fällt mir die ganze Zeit ins Wort. Ist das normal bei euch hier, Ja, oder wenn was? du, nein, wenn du solche Was, wenn du, was? Du Behauptungen, fragst mich eine Frage, ich solche will die Antwort, du fällst mir Behauptungen wieder ins Wort. Komm, darstellst, dann hallo. muss ich das machen, weil du kannst doch nicht hierher Al-Albani, kommen du und meintest gerade, ist lügen. das normal bei euch? Ich bin kein Jude. Ja, guck mal, für mich spielt das keine Rolle, ob du Jude oder sonst was bist, Doch, ne? anscheinend schon. Gerade war das so. Also, Albani, ich frage dich jetzt Guck noch mal, mal. ich mache Hör einen mir mal großen zu. Unterschied zwischen Ich Juden frage und dich jetzt noch Zionisten und du mal. bist 100% Aller zionistisch und hast nichts mit den Juden zu Sicherheitsentscheid. Oh, tun. jetzt kommen wir da, jetzt willst Wo du mich noch meinst du weiter mich, beleidigen. Al-Albani? Nein, diese Frau hier, die redet. Was kann man eigentlich nicht Frau mehr nennen, aber Al-Albani, ich habe mal eine Frage an So, dich. nein, ich habe Du den bist. jetzt runtergeschmissen. Wenn du dich jetzt nicht unten beruhigst, ja, und jetzt, ich bring dich noch mal hoch, du kriegst noch eine Chance. Wenn du dich jetzt nicht hier unten beruhigst und wirklich normal redest, dann kannst du unten bleiben. Naja, Aber aber er ist Ruppe, doch, das ist er doch. ist doch selber Salafist. Da kann man doch ihn mal ein paar Sachen fragen und dann muss er dazu auch sagen, ja, das steht im Koran und genauso wird es aktuell angewendet. Weil Warte mal, Moritz, warte, der kommt jetzt wieder, ich frag den. So, reißt du dich zusammen oder nicht? was ist das denn, Albani, ey? reißt du dich Was war zusammen das oder denn? nicht? Ja, ich hab dich Ich runtergeschmissen. oder Das du? war aber ich schwach, das habe war dich schwach, Hucke. runtergeschmissen. Ja, guck mal, am So, besten reißt ist, du mach dich du dich mal auf zusammen, was stumm, wenn ich gesagt? rede. Ja, Hör mir, ich höre was dir, ist das für eine wann ich Diskussion, will, zu. Reißt du dich jetzt zusammen oder nicht? Wenn Guck du mal, wenn du mir die persönlich ganze Zeit ins bist. Wort. Ja, aber du Wenn du fragst mich eine Frage und persönlich lässt mich nicht bist. antworten, oder was? Es gibt ein Ja oder Nein. Was, ja oder Nein. nein? Ich will reden, du lässt mich nicht mal ausreden. Bist du irgendwie Du normal, wirst oder jetzt, was? hör mir mal zu, du wirst jetzt reden, aber wenn du persönlich bist, wenn du mich beleidigst, bist du unten. Der hat dich doch noch nicht beleidigt. Abu, der hat mich beleidigt. Wow. Also, Nein, bin ich hat dir er nicht. Ich habe alles gesagt. ein? Ja, nee, kommt ihr irgendwie noch klar? Wie Okay, beleidige ich mich denn? Leute, Leute, diskutiert doch nicht über Dinge, die gerade passiert sind. Ho, sei du ein bisschen freundlicher, Al-Albani, du genauso, und stellt Danke. euch gegenseitig Fragen und antwortet einander. Nicht mit Also, Beleidigen, nicht mit ich habe eine Runtermachen, nicht Frage. mit Schreien, nicht mit Diskriminierung. Das ist hier eine Diskussion. Wir Ja, reden. aber davon, Redet guck normal mal. miteinander. So, Ich habe eine Al-Albani, du Frage. darfst jetzt reden. Okay, Alban. Guck mal, ich habe von Anfang an gesagt, und ich sage es auch noch einmal, Menschen, die andere Zivilisten, also unschuldige Menschen umbringen, die nichts mit irgendwas mit Konflikten oder sonst was zu tun haben, sind für mich sowieso falsch. Das kann mein Das sind Bruder sein, der von meiner Terroristen. Mutter und von meinem Vater ist. Ich werde dagegen sein. Das kann mein eigener Vater sein, meine Mutter sein. Menschen, die Menschen umbringen, die unschuldig sind, sind für mich keine Menschen. Dann ist Das es mir sind auch egal, Terroristen. ob die sich Hamas, Mamas oder sonst Abu, irgendwie kannst nennen. du den aussprechen lassen? Guck mal, seid mal so respektvoll, wenn eine Person spricht, gehen die anderen bitte auf stumm. So lassen wir einander gegenseitig aussprechen. Ich gehe auf stumm. Wie gesagt, jeder Mensch, guck mal, ob das von der israelischen Seite oder von der palästinensischen Seite ist, wer einen Menschen umbringt, der unschuldig ist, ist für mich kein guter Mensch. Den sollte man nicht mal mehr als Mensch betrachten. Da spielt es keine Rolle, ob das ein Araber ist, ob das ein Albaner, ob das ein Türke, ein Deutscher oder Israeli ist. Unschuldige Menschen gehören nicht ermordet. Nicht für irgendwas, was irgendeiner will. Vor allem nicht für Okay, irgendwelche aber Politiker. Al-Albani, wer ist ein unschuldiger Mensch? Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, weil da gibt es nämlich andere Ansichten. Die haben für die Hamas selber und für zum Beispiel Anhänger des politischen Islams sind die Juden keine unschuldigen Menschen, da sie unter anderem im Koran als Kriegstreiber und Unheilstifter beschrieben werden, die Allah in Das Affen stimmt und doch Schweine nicht. Das verwandelt hat. stimmt nicht. Nein, Soll das ich dir stimmt. Abu, Da du bist musst du mir nicht nichts dran. vorlesen. Abu, du Deine bist nicht Propaganda. dran. Ach, Abu, was heißt wenn du das Propaganda? nicht Das ist der, nein, hinbekommst, das ist der das ist Koran. Propaganda. Okay, ich bin Na, ruhig. Ich bin doch ruhig. nein, Hey. Schwachsinn. Also steht auch selber drin in Sure, Nein, du Sekunde, kannst 5, ja Vers immer zu solche, 64. solche. Abu, hör mir mal zu, wenn du weiterredest, bist du unten. Hört mir mal zu, wenn ich hier oben bin, ja, dann laufen andere Regeln. Wenn ihr Schau dazwischen mal. redet und wenn ihr Moritz, der Boss hier, der redet, dann sind alle leise. Weil das Ding ist halt, auch selber im Koran steht hier auch so 5 Vers 64.
Und was auf dich und deinen Herrn herabgesandt wurde, wird viele gewiss von ihnen aufruhend im Unglauben bestärken. Da redet er über die Juden. Und wir haben unter ihnen Hass und Zwietracht bis zum Tage der Auferstehung gesät. So oft sie ein Feuer für den Krieg anzünden, löscht Allah es aus und sie trachten nur nach Unheil auf Erden und Allah liebt nicht die Unheilstifter. Und das Problem ist, wir haben an vielen, vielen Stellen so über Juden, was da im Koran drinsteht, zum Beispiel Sure 5, Vers 60. Sprich, soll ich euch belehren über deren Lohn bei Allah noch schlimmer ist als das? Es sind die, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus ihnen Affen und Schweine Götzendiener gemacht hat. Diese befinden sich in einer schlimmeren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Und das ist halt das Problem, weil wenn du Menschen zu Tieren machst, und das ist ja leider, was ich auch in vielen Chatgruppen leider gesehen habe, dass da gesagt wird von der palästinensischen Seite, ihr kämpft gegen Affen und Schweine. Und wie willst du da reden, wenn von dieser Seite vollkommen entmenschlicht wird? Guck mal, ich habe mal nur eine ganz kurze Gegenfrage, ne? Wie viel, guck mal, wann aber wurden die Juden... Aber er hat gerade was gefragt, ich verstehe nicht... Das war doch keine Frage, er hat die ganze Zeit nur irgendwas geredet, was im Koran drin steht, nicht mehr und nicht weniger. Was für was denn für eine Frage? Nein, ich habe gefragt. Wenn diese Seite von der Hamas, und wir wissen, die Hamas streut Propaganda unter der Zivilbevölkerung, so viel es geht, und das wird auch den Kindern leider so beigebracht, wie willst du aus dieser Bevölkerung heraus Frieden bekommen, wenn diese Bevölkerung von so einer Propaganda auch indoktriniert ist? Guck mal, wenn das wirklich so sein sollte, ne? Dann würden schon längst alle Muslime die ganzen Juden umbringen. So wie damals die Deutschen und die Europäer das gemacht haben, wie die Christen das gemacht haben. Ne? Aber es war nie der Fall. Du kannst überall nachlesen, dass die Juden dann noch nie besser gelebt haben als unter den Muslimen. So wie in Marokko, in Tunesien. Das stimmt nicht. Also die Juden, das stimmt gar das stimmt nicht. Nicht. Sorry. Was stimmt also, nicht? Nein, das stimmt nicht. Die Juden. Nein, die Juden, was? Also schau mal, Mohammed hat selber, warte mal, Albani, ich erklär's dir. Also, Mohammed selber hat damals die komplette arabische Halbinsel von Juden und Christen gereinigt. Er hat sie dort vertrieben. Das steht so selber in mehreren Sahihs. Da steht, das wurde von Umar bin Khattab überliefert, dass er den Gesandten Allahs sagen hörte, ich werde die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertreiben und keinen von ihnen als Muslim zurücklassen. Und allein schon da fängt das Ganze an, weil Juden und Christen haben laut Mohammed da unten gar nichts zu suchen. Und das ist darauf, worauf sich die Hamas, worauf sich leider auch radikale Muslime da unten berufen und weswegen da dauernd Krieg gegen Juden ist. Wie gesagt, es gibt wie viele Gelehrte im iranischen Fernsehen unter anderem, die sagen, selbst wenn es Israel nicht mehr gibt, der Kampf gegen den Zionismus ist damit noch nicht vorbei. Wir müssen die Juden auf der ganzen Welt bekämpfen und das ist das Problem. Deswegen, also wenn wir an sehr vielen Stellen, sowohl im Koran als auch in der Sunna, sowas über Juden hören, dann muss man sich leider nicht wundern, warum Anhänger des politischen Islams da unten auch Israel komplett vernichten wollen, alleine schon, weil seine Existenz eine Beleidigung für die ist, dass da unten ein israelischer Staat existiert. Hallo zusammen. Ein kleines Beispiel auch dafür, was das ganze Thema hier betrifft. Armenien ist, ich glaube, also genau weiß ich es nicht, aber ich denke mal so zu 90-95% leben dort Christen. Und genau die Region, woher meine Eltern herstammen, genau in dieser Region haben vor 150 bis 200 Jahren die Menschen die Armenier aufgenommen, weil die leider wieder durch eine Terrororganisation des Islams dort verfolgt wurden, versklavt und auch umgebracht wurden. Und bis heute ehrt Armenien diese Menschen, die aufgenommen haben. Und es gibt auch wieder hunderte Beweise, dass es so war. Der größte Punkt, warum Armenien als Staat anerkannt wurde, war deren Verfolgung, war der Genozid, der damals an die ausgeübt wurde. Und das war, so traurig wie es auch klingt, wieder mal eine Terrororganisation des Islams. Das ist mal so ein ganz kleiner Vergleich zu dem, was die Hamas betrifft. Klar ist das jetzt nicht direkt vergleichbar. Dort wurden an einem Tag so und so viel umgebracht. Der hieß so oder das war so. Das ist kein Vergleich, nur mal so eine kleine Info, was damals dort passiert ist und was jetzt gerade im Gazastreifen in Israel passiert, was der Gazastreifen, die Hamas, was deren Ziel ist und genau, was die mit Israel anstellen wollen.
Al-Albani, bist du noch da? Ich hoffe, der weiß, dass er stumm ist, nicht, dass er einfach jetzt redet die ganze Zeit. Du bist gerade stumm, ja. Und falls du das hörst und reden möchtest, unten siehst du, da ist dein Mikrofon. Ja, jetzt hat das. Wie gesagt, guck mal, wenn das alles wirklich so ist, wie ihr denkt, ne, dann wäre es doch gar keine Juden mehr in Dingsland, in Israel geben. Wisst ihr, wie viele Araber um die herum leben? Wisst ihr, wie viele Muslime davon sind? Ist das euch eigentlich bewusst? Wusstet ihr das, wenn jeder Araber nur an die Grenze geht und nur einmal spuckt, dass alle unter Wasser werden? Aber du weißt, also ich bitte euch jetzt mal ganz ehrlich, ne? Weißt du, aus was die Armee besteht in Israel? Du weißt schon, da sind Moslems, da sind Araber, da sind Beduine. Darf ich dir was sagen? Einer, der sich Moslem nennt und für einen Soldat, also und für einen Staat kämpft, der nicht islamisch ist, der ist kein Moslem. Okay, du bist ja der Moslem, genau. Du bist der wahre Moslem, genau. Okay, dann sind diese ganzen Leute in Israel keine Moslems. Du kannst mir doch nicht meine Religion erklären, so wie ich dir nicht deine Religion erkläre. Wir wollen über deine Religion gar nicht reden, ja? Weil wenn wir anfangen, über deine Hadithe zu reden, dann kommen wir zu einem anderen... Wir können ja auch von der Tora gerne sprechen. Was die von anderen Menschen halten. Wolltest du das erzählen? Al-Albani, bist du Albaner? Ich bin Albaner, ja. Alles, was negativ ist bei der Tora, nehme ich an, gar kein Problem. Wollen wir über den Koran und die Hadithe reden? Ja, wir können gerne über den Koran und Hadithe reden, wenn wir auch gerne über die Tora reden sprechen. Über die Tora sprechen. Hör mir mal zu, egal was du, auch wenn da negative Sachen stehen bei der Tora, ja? Ja? Nehme ich an, gar kein Problem. Okay, das ist hart. Gar kein Thema, ich komme mit dieser Kritik klar, das ist für mich egal, ich gehe gut schlafen. Macht ihr mal dann brauchen wir eigentlich mit dir gar nicht weiter diskutieren, weil für dich sind wir ja nicht mal Menschen. Nein, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ja doch, das steht so in der Tora. Alle, die nicht Juden sind, sind keine Menschen, sind Sklaven. Wir sind nicht mal weniger wert als Hunde und Schweine. Wenn das so steht, dann nehme ich das an. Okay, so. Ja, traurig, oder? Glaube, ob ich das. Und dann kommst du mir und willst mir was über den Koran und Hadith erzählen? Ich sage dir gar nichts über den Koran. Ich habe nur gesagt, wir können gerne darüber reden. Es gibt hier Leute, die kennen sich damit aus. Dann können wir gerne darüber reden. Kennst du dich aus? Ich kenne dich aus, ja. Ich habe auch Bücher hier. Also ich kann die Bücher alle aufschlagen. Okay, so. Moritz, hast du Lust? Mein Laptop an und zeig dir um Moritz, das, hast du Lust, mit ihm darüber zu sprechen? Klar, wir könnten natürlich darüber reden, dass es darum natürlich ging, dass Mohammed von Anfang an, also er hatte am Anfang mit den Juden noch kein großes Problem, aber als er gemerkt hat, nein, man konnte die nicht missionieren, dann lief das Ganze leider anders. Und als er die Stimme bekommen. Ich hab mich mit der wieder beschäftigt. Das kann man allein schon daran sehen, in Sahih Bukhari, wie er mit den Juden in Medina umgegangen ist. Wie ist er denn mit denen umgegangen? Erzähl mal. Ja, das kann ich dir gerne mal vorlesen. Das ist die Eroberung von Medina. Die Bauern an dir und warte, das ist ein Zitat. Nein, ich zitiere dir gerne, weil ich bin dafür, So, schau mal, wenn etwas in Sahih Bukhari steht. Sahih heißt ja richtig. Und Sahih Bukhari. Ich hab das Buch hier. Einen Moment. Hast du die Möglichkeit, die Kamera anzumachen und uns das zu zeigen? Oder einer von euch? Dann können wir mitlesen. Ich hab das Buch hier. Moment. Moritz, ich bin in 2 Minuten wieder da. So, machen wir das mal gerade. So, Sahih al-Bukhari habe ich, die gekürzte Ausgabe. Können wir gerne mal schauen in Sekunde. So, Sahih Bukhari 4028. Moment. 4028. Al-Albani, du bist Albaner, ne? Ja. Was waren denn muslimische Albaner vorher? Welcher Religion haben die angehört? Das ist doch egal, was die waren. Es gab Ungläubige, es gab Christen, es gab Orthodoxen, es gab alles Mögliche. Genau, und was waren die Albaner? Oder ist Albanien ein christliches oder ist ein muslimisches Land? Ist ein muslimisches Land. Es war christlich. Es ist immer noch ein christliches Land. Nein, wenn über 50% der Einwohner muslimisch sind, und das sind sie in Albanien, ist das Land mehrheitlich muslimisch, oder? Aber rein rechtlich ist es immer noch ein christliches Land. Seit wann gibt es denn Islam? Rein rechtlich ist Israel auch noch Palästina, wenn du so überlegst. Ne? Wenn du so weit siehst, ist Israel Palästina. Seit wann gibt es denn Muslime in Albanien? Seit über 800 Jahren.
Es gibt das eine Moschee. Nicht. Guck mal, lass mich doch ausreden. Guck mal, ich erzähl dir. Es gibt in Kosovo an der Grenze zu Serbien eine Moschee, die ist über 800 Jahre alt. Das heißt, die ist 300 Jahre vor den Osmanen schon erbaut worden. Kann ich dir alles zeigen, ist kein Problem. Muslime gibt es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts in Albanien. Und die Muslime, die heute in Albanien sind, willst du mir jetzt über meine Heimat aufklären oder wollen wir jetzt über was anderes reden? Weil ich kenne meine Heimat, glaube ich, besser als du. Christen. Diese Christen wurden zwangsislamisiert. Deine Vorfahren sind christlich. Was in Albanien. Woher kommst du denn, wenn ich meine Freunde, viele meiner Freunde, ich kenne mich gut mit Albanern aus. Nur mal aber kleiner, du kennst dich wahrscheinlich nicht besser als ich damit aus, oder? Nur mal eine kleine Info für dich. Dort gibt es Shqiptars, Gabel, Hashkalis. Ich kenne mich sehr gut mit Albanern aus und bin sehr, sehr dicke mit Albanern. Und selbst die sagen, unsere Vorfahren sind Christen. Wir wurden damals zwangsislamisiert. Guck mal, so wie Zwang, so guck mal, ich erkläre dir mal eine Sache. Ja? Entschuldigung, mit Zwang kannst du niemandem eine Höre nur zu. Darf ich mal was sagen, bitte? Ja. Ja, erzähl, gerne. Ich komme auch aus Albanien und ich komme direkt aus Albanien. Okay, spielt jetzt keine Rolle. Ich komme auch aus Albanien. Ja, ja, ich sage nur, so wie wir islamisiert wurden, sind sie wir auch christisiert worden damals. Wie lange gibt es Christen? Wie lange gibt es Christen seit 2000 Jahren, 2023? Darf ich mal fertig reden? Ich habe nur bis jetzt ganz gehört, ausgehen, bitte. Ja? Ich habe Respekt gezeigt, richtig ausreden lassen. Ich, seit 10 Minuten bin ich drin. Ich habe keinen Ton gesagt. Rede, so, also nicht das, was ich seit 2000. Darf ich? Danke. Christen gibt es 2023, korrekt? Ich frage christliche Leute, seit wann gibt Christentum? Seit 2000 Jahren. Seit nach 2023, ganz genau so gesehen, ja? Mit neue Jahreseinführungszeiten. Was war denn vorher denn? Die Albaner waren. Lass mal, vergiss mal Albaner. Über Albaner musst du uns gar nichts sagen, weil das sind wir sogar in Krieg gewesen. Dazu bin ich gekommen, weil ich glaube, meistens hier, außer also wenn der sagt, davor Albaner, dann war auch Krieg. Ja, ja, lass mal die Albaner beiseite, wie du sagst. Davor waren die Juden. Wo ist denn der jetzt hin? Wie meinst du? Meinst du mich? Nee, Thilo, der gesprochen hatte. Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube nicht, dass den jemand rausgekickt hat, oder? Hat ihn jemand gekickt? Nö, Moritz glaube ich auch nicht. Hier, Thilo, komm mal zurück. Ich hab den nicht rausgeschmissen. Tilo, komm mal zurück. Lass uns gerne über die Juden, über die Heiden reden. Wir können auch gerne über das erste Volk reden. Warte mal, was ist mit Albanien? Die wollten schon über den Koran reden, oder nicht? Und dein Buch. Albanien. Ja? Wo ist dein Buch? Ich hab's in der Hand. Ja, auf. Einer macht Kamera an und wir lesen jetzt zusammen. Ja, okay, warte mal. Worüber sollen wir als erstes reden? Sollen wir darüber reden, wie es... Wir machen so, welche Religion gehörst du an? Also, ich möchte gerne die Hadithe da besprechen, die gegen die Juden sind und gegen die Christen. Das möchte ich bitte jetzt besprechen, weil das hat ja auch was mit der Hamas zu tun. In der Charta von der Hamas steht ja da ein Hadith und das möchte ich jetzt besprechen. Ja, okay, wir können das so machen. Ich stelle mir eine Frage über den Islam und ich stelle euch eine Frage über den Judentum. Wie gesagt, ich habe dir schon mal gesagt, alles, was da steht, ja, ich akzeptiere das. Auch wenn da irgendwas Böses steht, das ist gar kein Problem. Ich sag ja nichts. Was willst du damit sagen? Also egal, was du mir da erzählst, das ist okay. Ich akzeptiere das. Okay, das ist schon echt traurig, ne? Es ist nicht traurig, es ist einfach so. Ich akzeptiere, was da steht. Also, hast du schon mal überhaupt die Tora gelesen? Warte mal. Warte doch mal ganz kurz. Er sagt doch gerade, wir dürfen ihm eine Frage über den Islam stellen und dann will er gerne eine Frage bezüglich des Judentums, also willst du dann eine Frage bezüglich des Talmuds oder der Tora stellen? Des Talmuds. Okay, des Talmuds. Also Talmud kenne ich mich nicht so gut aus, aber wir haben... Aber das ist doch das Wichtigere, oder nicht? Ja, aber Albani, das ist jetzt egal. Ich habe dir gesagt, als Jüdin hier ist egal. Ja, dann ist es ja auch egal, was ich antworte, nein, oder? Nein, aber ja auch, du hast dann ja... Dann brauchen wir auch gar nicht über meine Religion zu sprechen, nein, ganz ehrlich. Nein. Du hast doch bestimmt ein Problem, wenn ich dir sage, dass bei euch
Sachen stehen wie tötet den Juden, oder? Aber bei euch stehen doch auch Sachen wie, dass aber Menschen, warte, die nicht Juden sind, Affen und Schweine und sogar noch weniger wert sind als Tiere. Okay, noch was? Einmal. Al-Albani, zitierst du gerade aus dem Koran mit den Affen und Schweinen? Nein, sondern aus dem Talmud. Aha, warum hat der, das heißt also, der Koran hat Copy-Paste gemacht, hat das aus dem Talmud übernommen, richtig? Guck mal, darf ich deine Frage beantworten? Wollt ihr den Kork lachen? Soll ich euch erstmal auslachen lassen, oder? Wie ist das? The Punisher, das war echt gut. Das war echt gut, wirklich. Habt ihr schon mal davon gehört, abrahamitische Religionen und dass der Islam auch selber von sich sagt, dass alles aus dem gleichen Ursprung kommt? Was würdest du uns mit Abraham sagen, dass er die Kaaba gebaut ganz, hat? Ganz oder? Kurz, also ich gehe jetzt raus, weil ich nicht schlafen liege. Ja, weil du mir ankommst mit abrahamitische Religion. Abrahamitische Religion, genau. Ihr habt damit gar nichts zu tun, ja. Muslime haben damit gar nichts zu tun, glaub mir. Die wirklich an einen Gott glauben und die haben weder Götzen noch sonst irgendwas im Gebet soll sein. An was für ein Glaub warten? Al-Albani, Leute, Gott ganz kurz. Du bist kurz. Du als Christ, du bist ein Christ, deswegen antwortest du so. Du als Christ, du glaubst an drei Götter, die Juden verabscheuen dich und dein Gott, den du als Gott nennst. Okay, also dann erklär mir mal, hallo, guck mal, du hast jetzt etwas in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, was du da für eine Scheiße erzählst. Ganz kurz, The Punisher. Sekunde, ganz kurz, Punisher. Also du kannst gleich gerne was sagen. Sekunde, es geht nur um diesen einen Vers und der ist wirklich elementar. Und das ist das, worauf vieles aktuell gerade in dem Palästina-Israel-Konflikt beruht. Das ist nämlich Sahih Muslim 2922. Die letzte Stunde wird nicht kommen, es sei denn, die Muslime werden gegen Juden kämpfen und die Muslime werden sie töten. Bis die Juden sich hinter einem Stein oder einem Baum verstecken und ein Stein oder ein Baum sagt, Muslim, Odina Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Aber der Baum Garquad wird nichts sagen, denn es ist der Baum der Juden. Jetzt ist das Nächste, wenn man mal auf X schaut, also ehemaliges Twitter, da muss man mal Garquad eingeben. Und da findest du sehr, sehr viele Posts von Muslimen, die da ihre Genozidfantasien an den Juden äußern und sagen, ja, Juden, pflanzt schnell Garquad-Bäume, eure Zeit ist bald um. Also so Sachen wird man da auf Twitter massenhaft finden, wenn man Garquad schaut. Ich muss ganz kurz mal vom Thema Al-Albani, also ich lege mich gleich schlafen, ich gehe raus, ich wollte nur ganz kurz was sagen. Al-Albani meinte gerade, dass nur die Moslems an Gott glauben. Da muss ich gegensprechen, denn jeder kann an Gott glauben, so wie er möchte. Ich bin unreligiös, aber ich gucke und glaube, ich gucke nach oben und glaube an Gott, aber ich gehöre keiner Religionsgemeinde an. Warum? Weil für mich eine Religion nicht in Frage kommt. Ich sage mir immer wieder, ich kann nach meiner Art und Weise leben und nach meiner Art und Weise an Gott glauben. Wenn ich für dich ungläubig bin, dann gehöre ich für dich auch in die Hölle. Aber das ist genau das, was mich dazu bringt, kein Moslem zu werden oder kein, ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, wie es im Judentum ist, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen, aber das ist auch mit ein Punkt, warum ich keiner Religion angehören möchte. Ich bin gläubig, ich glaube an Gott und alles andere ist mir egal. Fertig, aus. Ich gehöre keiner Religion an. Und Al-Albani hat es gerade wieder bestätigt. Wie bitte? Ist doch schön, kannst du auch gerne sein, ich zwing doch zu keiner was. Ja, aber laut deiner Religion gehöre ich in die Hölle und werde verbrannt. Ja, aber das kann dir doch egal sein, wenn du nicht an meine Religion glaubst, oder nicht? Du glaubst doch sowieso daran, dass meine Religion falsch ist. Laut deiner Sag ich doch gar nicht. Siehst du, du hast mir gerade widersprochen. Das sage ich nicht. Für mich kommt keine Religion in Frage. Das heißt nicht, dass du, weil du Moslem bist, ein schlechter Mensch bist. Du hast es falsch verstanden oder besser gesagt falsch aufgenommen. Aber laut deiner Religion komme ich in die Hölle, warum ich kein Moslem bin. Ja, aber das ist ja bei den anderen Religionen genauso. Bist du nicht einer von denen, kommst du auch nicht ins Paradies.
Ich habe doch gerade wieder gesagt, ich kenne mich nicht mit dem Judentum aus. Ich wollte ja nur erklären, dass es nicht nur bei Muslimen so ist, sondern auch bei den Juden und bei den Christen. Aber guck mal, das ist doch keine Entschuldigung. Das ist nicht nur bei uns so, das ist bei anderen auch so. Schau mal, Haze Rabbit, warte mal kurz. Das ist doch nicht entscheidend, ob man danach in die Hölle kommt oder so. Das ist doch erstmal scheißegal. Es geht doch darum, was passiert einem im Diesseits. Und im Diesseits geht es ja schon los, dass man sagt, hier nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Dass in vielen, vielen Punkten leider im Diesseits schon mit Ungläubigen anders umgegangen wird. Das kann man unter anderem im Pakt von Umar sehen. Und man hat schon sehr viele Sachen im Diesseits, wo man Ungläubige anders behandeln soll, wenn man dem politischen Islam folgt. Das heißt leider, dass der politische Islam ein Gegenentwurf zu unserer Demokratie ist. Und deswegen sieht es in den islamischen Ländern auch so leider so aus, wie es da leider aussieht. Eben weil das sieht da leider so aus, weil da Öl und Gold und sowas, wegen nichts anderes. Dass Scharia in manchen Ländern nicht herrscht? Willst du mir das wirklich sagen? Es gibt gar kein Land, wo die Scharia zu 100% herrscht. Natürlich Jemen. Nein. Saudi-Arabien. Kannst du Alkohol da kaufen? Ja, kannst du. Willst du mir sagen, dass da keine Scharia herrscht? Guck mal, in Saudi-Arabien wurde jetzt gerade Halloween gefeiert. Willst du mir sagen, das ist noch islamisch? So, es ist scheißegal, du kannst es googeln. Ja, guck mal, du kannst mir ja nicht was über meine Religion erzählen. Ganz kurz bitte. Leute, vergisst mal diese Scharia-Geschichte und so. Hey, nochmal? Ja, dir auch. Vergisst mal diese Scharia-Geschichte. Nochmal, ich wünsche euch einen schönen Abend. Sei respektvoll gegeneinander. Und ist ein Gespräch. Jeder hat seine Meinung. Werdet nicht beleidigend. Seid einfach ich menschlich. Auch einen schönen Abend. Ich weiß danke, Haze. Eine schöne, gute Nacht. Danke euch auch. Mach's gut. Ciao. Segen dir. Ciao. So, kommen wir bitte jetzt zurück zum Thema. Jemand packt jetzt die Hadith raus. Ganz einfach. Ich würde, guck mal, wir brauchen doch nicht über Hadith zu reden, wenn du deine eigene Religion nicht kennst. Ich will aber, guck mal, ich habe doch gerade gesagt, ich akzeptiere alles, was du da sagst. Das ist alles okay. Alles, was. Ja, okay, dann ist es doch bei mir auch okay. Dann nehme ich auch alles an. Na, warum nimmst du das jetzt an? Aus Prinzip. Ich nehme alles an. Aus Prinzip. Ja, Albani, hör zu. Albani. Guck mal, du hast. Ich nehme auch an. Egal, was du sagst. Guck mal, du willst jetzt nicht darüber reden. Es wird jetzt schwierig für dich, oder nicht? Wenn wir jetzt darüber reden, was in den Hadithen steht, oder was? Nein, gar nicht. Also, du das ist schwierig für dich. Okay, guck mal, wieso geht's für dich? Für mich ist es nicht schwierig. Ich akzeptiere das, aber ich möchte ja. Ja, ich akzeptiere das auch. Sag ich dir doch. Du bist doch ein Muslim. Ich akzeptiere jedes Sahih-Hadith. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe jetzt eine Frage. Warum? Ich nehme es doch so an. Okay, ich habe jetzt aber eine Frage. Das ist gut, dass du das so annimmst, weil du bist ein Moslem und ein Moslem muss das annehmen. Er hat gar keine Wahl. Das, was da steht, muss er annehmen. So, jetzt habe ich aber eine Frage. Warum steht da sowas drin, so tötet Juden? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, in der Tora oder so steht ja auch nicht, tötet den Moslem. Da steht sogar, dass wir sogar eure Sklaven sein sollen. Okay, gut, dann reden wir gleich darüber. Sekunde mal, gerade Al-Albani, wie soll das in der Tora, warte mal kurz, wie soll das in der Tora stehen, wenn die Tora viel, viel früher entstanden ist, als es den Islam überhaupt gab? Hä? Was hat das jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Schau mal, das Ding ist ja halt, das Judentum und das Christentum, das gab es damals. Das heißt, man konnte sich explizit darauf schon beziehen. Aber das Judentum und das Christentum ist doch viel älter als der Islam. Ja, und was hat das jetzt mit der Aussage dazu tun? Wie soll es denn in der Tora also stehen? Kann in diesen Büchern nicht stehen. Guck mal, im Talmud steht also drin, wer ein Nicht-Jude ist. Aber ich habe von Moslem geredet. Ich habe nicht von Nicht-Jude geredet. So, wir reden, wenn du willst, können wir über den Talmud gerne danach reden. Jetzt reden wir erstmal über diese eine Hadith. Ich möchte jetzt von dir verstehen, warum du sagst ja, also ich meine, dass du sagst. Habe ich die Hadith geschrieben oder sagst du nicht das? Nein. Aber, warte, jetzt, weißt du was? Ich habe eine andere Frage. Komm, ich frage dich jetzt, ist der Islam friedlich? Ja, friedlich als der Judentum und der Christentum. Okay, dann kannst du mir jetzt bitte erklären, warum da diese Verse steht in dieser Hadithe, warum steht da, tötet den Juden? Aber wo ist es friedlich, wenn da so viele Versen stehen, wie viele Muslime gibt es auf der Welt?
Warte mal, du fragst... Wie viele Muslime gibt es auf der Welt? Hallo, ich frage etwas. Ist mir egal, wie viele Muslime es gibt. Ich ja, dann ist mir auch egal, was du sie gerade fragst. Ich frage... Es gibt niemals, guck mal, es gibt 2 Milliarden Muslime. Wenn das so zu verstehen sein würde, dass die jetzt euch alle angreifen würden, dann wäre ich schon alle tot. Also ich bitte dich. Also warte mal, ich frage mal andersrum. Also, das Problem ist halt, wenn ein Muslim sagt, okay, der Koran ist das direkte Wort von Allah, Mohammed ist das beste Vorbild und man muss sich nach den ersten 3 Generationen richten, weil das die beste Gesellschaft ist, die auf der Erde gelebt hat, die das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet, wo auch keinerlei Abänderung möglich ist. Weil Mohammed hat ja selber gesagt, wenn jemand etwas sagt, was mit der Religion widerspricht, wird es abgelehnt. So, genau. Wie kann man dann insofern, wenn der Koran und Mohammed das perfekte Vorbild ist, dann sagen, dass es im Koran leider latenten Judenhass leider gibt, der immer noch angewendet wird, der die Hamas, der die Muslimbrüder leider noch treibt. Wie gesagt, unter anderem, dass sie Kriegstreiber und Unheilstifter sind. Und dass sie die schlimmsten Feinde der Muslime sind. Wie viele haben die anderen umgebracht? Also guck mal, ich finde jetzt schon Warte mal, Haupt. Relativier doch nicht, weil das Ding ist halt, warum springt man jetzt von der einen zur anderen? Warum sagt man nicht, wenn man sagt, hier, der Islam ist perfekt, da ist nichts falsch dran? Warum muss man dann noch... Ja, aber warum muss man dann auf andere überleiten, wenn man dann sagt, hier, ja, guck mal, ich zum Beispiel, ich bin ehemaliger Christ. Ich bin aktuell Atheist und ich habe mich mit dem Christentum auch auseinandergesetzt. So. Und ich habe gesagt, okay, im Christentum stehen im Alten Testament ein paar schlimme Sachen drin und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, was die Kirche getan hat. So. Aber der Unterschied damit ist doch, man kann doch sagen, okay, es sind Sachen passiert, aber der Unterschied ist, man hat daraus gelernt, dass es im Islam leider nicht so. Der Islam ist ewig gültig, nicht abänderbar. Und mit eigenen Fehlern umenden geht nicht. Das sieht man doch daran, wie du eben gesagt hast, hier ist perfekt und ja, eben. Aber wie will man dann sagen, wenn etwas Schlimmes drinsteht, dass man das überhaupt nicht ändern kann? Wie gesagt, wenn da drinsteht, dass Juden und Götzendiener die schlimmsten Feinde sind und dass man gegen die bis zum jüngsten Tag kämpfen muss. Der Dschihad ist bis zum jüngsten Tag gültig. Und Dschihad meine ich jetzt Fisabilillah, auf dem Weg Allahs kämpfen. Also... Guck mal, nimm mal die Tafsir-Bücher, ne? Und liest die mal richtig. Ich habe die Tafsire gelesen. Welchen Tafsir hast du gelesen? Ich habe Ibn Kathir gelesen, ich habe Ibn Abbas gelesen, ich habe Jalalain gelesen, ich habe Tabari gelesen. Von Ibn Kathir, welches Band hast du gelesen? Kommt drauf an, auf worauf wir uns jetzt berufen. Ich meine, Ibn Kathir hat ja sehr ausführlich geantwortet. Guck mal, nachdem du mir gerade so eine Sachen sagst, müsstest du doch wissen, wo es drin steht. Oder schmeißt du einfach irgendwas in den Raum? Nein, also Ibn Kathir selber. In welchem Band steht das drin, was du gerade gesagt hast? Also du gibst doch ganz einfach die Sura ein, dann gibst du den Vers ein und dann schaust du dir an, was der Gelehrte dazu gesagt hat, was der Tafsir ist. Da. Was ist denn der Kur? Jetzt kannst du kommen, oder was? Was? Ja, jetzt ist zu spät. Schau mal, das Ding ist halt, wenn man sich die Tafsire durchliest, und das Ding ist halt, besonders Sure 9. Sure 9 ist ja einer der letzten Suren im Leben von Mohammed gewesen. Und wenn da steht, und das sind ja die hauptsächlichen Kampfsuren drin, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und seinen Gesandter verboten hat und nicht der wahren Religion angehören, von denen, die die Schrift erhalten haben, kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut den Tribut aus der Hand entrichten und sich unterwerfen. Ich meine, allein daran sieht man doch schon, dass der Islam Kannst du bitte komplett lesen? Nicht nur ein Dings, sondern nur ein Kleid. Komplett lesen. Ich habe dir doch gerade Sure 9:29 vorgelesen. Das war komplett. Die ganze Sure. Lies mal die ganze Sure. Die ganze Sure, weißt du, wie lang die ist? Da bin ich später noch dran. Warte ganz kurz. Wurde denn die ganze Sure nacheinander herabgesandt oder wurde jeder Vers zu einem eigenen Ereignis herabgesandt? Nein, denn Sure pro Sure ist gegangen. Sure pro Sure, wollen wir mal ganz genau jetzt schauen, wann die Suren herabgesandt worden sind? In welchem Ding? Bist du dir sicher, dass du mir sagst, dass die Suren nacheinander herabgesandt sind? Ja, sind alle auf einmal gekommen, oder was? Okay. Oder was ist mir da jetzt? Nicht alle auf einmal. Jeder Vers, guck mal, du hast in der Sure 3 Verse, die 2-3 Jahre vor den anderen Versen gekommen sind. Die Suren sind nicht nacheinander gekommen.
Ja, also komm nicht mit diese Filme, das wissen wir beide. Wenn du dich mit dem Islam auseinandergesetzt hast und das weißt, ja, dann weißt du, dass jeder Vers für sich herabgesandt worden ist, für ein eigenes Ereignis. Welcher war das nochmal? Sure 9, Vers 6? Hallo? Hallo? Sekunde, warte mal, worüber wir gerade geredet haben. Oder ja. Welchen Vers hast du ihm gegeben? Sure 9, Vers? Ja, 9, Vers 29. So, ich habe nämlich hier extra, damit man nicht sagen kann, dass es falsch übersetzt ist. Ich habe mir extra 5 verschiedene Übersetzungen parallel nebendran. Unter anderem Pare, M.A. Rasul, Sekunde, kann ich dir gerade mal alle nennen, weil ich nicht, dass man sagt, hier falsch übersetzt, was auch immer. Im Gegenteil, ist es oft sogar zu schwach übersetzt, weil man gesagt hat, hier auf den Nacken schlagen, den Kopf abschlagen, wurde dann gesagt, schlagt ihn auf den Nacken. Also vieles wurde sogar noch harmloser übersetzt. Warte mal, ich kann dir mal gerade sagen, welche ich habe. So, ich habe die Übersetzungen von Rudi Paré, Emma Rasul, Azar und Zaidan habe ich. Zusätzlich habe ich noch die von den Ahmadiyya, aber Ahmadiyya kannst du ja in die Tonne treten, weil die ja eh nicht unter Muslimen anerkannt werden. Mir ist gerade aufgefallen, man kann gar nicht das Wort Judentum oder Jude schreiben. Das Kommentar nicht durch. So, also Sure 9, Vers 29 war das, wo wir eben gesprochen haben drüber. Weil da steht auch drin, das Problem ist halt, es steht nicht nur das drin. Es steht auch drin, man soll gegen die Ungläubigen kämpfen, auch wenn es einem zuwider ist. Also selbst wenn man selber gar nicht kämpfen will und sagt, es ist mir zuwider, aber Allah sagt, du sollst kämpfen, dann soll man kämpfen. Also auch so Sachen stehen leider mit drin. Also wir können das gerne Stück für Stück jetzt gerne machen, weil ich will jetzt nicht von A nach B springen, weil die Suren, die sind ja auch, wie gesagt, unterschiedlich herabgesandt worden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Sura 8 zu Sura 9 springen, da sind ja 10 Jahre dazwischen. Das Ding ist gerade, ich habe mein Tafsirbuch nicht hier, das ist bei meinem Bruder drüben. Ich würde jetzt gerne rübergehen und das holen, aber der ist ich kann dir gerade sagen, wo du die gerade schnell findest, weil ich habe, ich gucke mir die Tafsire online auf einer... online ist immer so eine Sache. Ich lese lieber aus Büchern statt in das, was in den Planet steht. Weißt du? Ja, klar, ist jetzt natürlich. Ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber es ist immer besser, aus den richtigen Büchern zu lesen. Nee, klar, natürlich. Ich meine, das sind ja auch schon verdammt umfassende Wälzer, wenn man sich mal anschaut, wie lang so eine Interpretation von Ibn Kathir zu einem Vers allein nur geht. Ja, natürlich. Deswegen ist auch, guck mal, ich bin auch gar nicht in der Intention gekommen, jetzt hier über den Islam oder über irgendwelche Religionen zu sprechen. Mir geht es einfach nur darum, dass hier steht Solidarität mit Israel, Terror der Hamas, als wenn alle Menschen... Nee, Albani, ich habe dich gefragt, ob du dich auskennst, ob wir darüber reden. Du hast gesagt, ja, du holst dein Buch. Ich sehe ja, aber du wolltest ja auch nicht darüber reden. Deswegen wollte ich auch nicht darüber reden. Ich bin von Anfang an nicht mit der Intention gekommen, um hier das über meine Vision kann sein, zu aber ich habe dich ja, gefragt. Ja, du hast gesagt, ich kann darüber ja. reden. Jetzt musst du jetzt musst du dich entscheiden. Du sagst ja, da ist alles perfekt und so. Dann komm. Ja, ist perfekt. Okay, dann nehme ich das mal, wie es steht. Wie gesagt, was soll ich dir sagen? Ich lehne nicht meine Religion ab. Ich rede nicht ohne Wissen. Ich kenne diese Verse nicht auswendig. Und wenn ich die nicht richtig studiert habe, dann gebe ich auch keine Meinung dazu. Weil das ist auch verboten bei uns in der Religion. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr einfach so sprechen könnt ohne Wissen. Aber bei uns darf man ohne Wissen nicht sprechen. Aber du hast doch und gesagt, das ist ein Thema, worüber ich nicht studiert habe. Weil es geht. Bevor ich über das geredet habe, habe ich dich gefragt, kennst du dich aus? Du hast gesagt, ja. Ich kenne mich aus, aber ich kenne doch nicht, ey, guck mal, der Koran ist nicht zwei Seiten oder so. Ja, ne? Dann darfst und du nicht sagen, Bücher, dass ich mich auskenne. Weißt du, wie viele Hadithe es gibt? Es gibt über 200.000 Hadithe. Bist du ja nicht bewusst, was du gerade da und verlangst von mir oder was? Ich verlange gar nichts von dir. Ich wollte nur wissen, warum da so negative Sachen stehen. Über mein Gott, ist nur offenbart. Warum da so aufgerufen wird zum Töten, das wollte ich wissen, weil du sagst, weil oder Gott andere so sagen... Wollte. Wie bitte? Weil Gott es so wollte. Also, was soll ich dir sagen? Ja, aber das heißt, du findest es okay, dann wie kann es friedlich sein? Ist für dich friedlich sein, zu töten? Guck mal, da gibt es bestimmt eine gute Erklärung. Ich damit. Was gefragt. Ja, guck mal, du lässt mich doch nicht mal ausreden, ja. Ich kann dich nicht ausreden lassen, wenn du ausreden. Ja, dann frag doch auch keine Fragen, wenn du dich ausreden lässt. Dann muss ich doch gar nichts fragen. Dann geh doch einfach allein und mach mal auf. Oder was? Ich frage dich etwas, dann antworte mir. Du kannst ja, du lässt mich ja nicht antworten. Du antwortest aber nicht auf meine Frage. Du erzählst irgendwas anderes. Antworte mir bitte auf meine Fragen. Ich antworte dir auch. Weich nicht ab.
Was hast du mir bis jetzt beantwortet oder was für eine Frage stellst du hier die ganze Zeit? Du stellst eine Frage, ich gehe doch danach. Zu zählen. Du kannst beantworte diese Frage und dann beantworte welche Frage? Auch. Okay, die welche gerade Frage? Gestellt habe. Welche denn? Wie, hast du es vergessen oder was? Ich habe doch gesagt, guck mal, ich habe dir von Anfang an gesagt. Nein, ich will nicht von Anfang an. Ich will, du hast gesagt, der Islam ist Frieden. Ich komme und ja, sage. Ja, ist friedlich, ist immer noch friedlich. Es wird auch friedlich sein. Das ist ja auch okay. Wenn du das sagst, für dich ist es ja okay. Das ist deine Meinung. Ja, dann akzeptiere doch einfach meine Meinung. Ich habe doch nicht irgendwas gesagt, dass ich es nicht akzeptiere. Du hörst mir nicht. Ja, aber du kannst mich doch nicht fragen, warum, als wenn ich über Gott stehe. Als wenn ich über die Gelehrten stehe, ich bin kein Gelehrter oder so. Ich kann dir nicht etwas erklären, was ich nicht... Findest du das gut, dass bei euch so viele schlimme Sachen stehen, dass man zum Töten aufgerufen wird? Ist das für dich okay? Guck mal, darüber gibt es ein... Ja, aber... Ja, guck mal, lass mich dir das ganz kurz erklären. Was willst du mir erklären, ja oder nein? Es gibt Tafsire darüber, die das erklären, was deine Frage gerade ist, die das richtig beantworten. Willst du mir sagen, ich habe diese Tafsir gerade nicht hier, das ist drüben bei meinem Bruder. Ja, was für eine Mensch, Erklärung zum Töten gibt es bitte? Entweder man tötet oder es nicht. Es gibt für jeden Vers, warum er herabgesandt wurde zu dieser Zeit, gibt es eine Erklärung. Okay, aber warte mal, dann machen wir es kurz, Al-Albani. Gibt es ein Tötungsverbot im Islam? Ja. Welches? Der eine Mensch tötet, ist so, als wenn er die ganzen Menschen direkt umgebracht hat. Okay, warte mal. Lügst du gerade bewusst? Oder machst du da... Ich frag dich das wirklich ernsthaft. Weil das Problem ist halt, du weißt, entweder du weißt es nicht oder du ignorierst das gerade, was der Vorsatz nämlich ist. Da steht nämlich, und so haben wir den Kindern Israels befohlen, dass wer einen Menschen tötet, ohne dass er Unheil begangen hat, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Das ist aus dem Talmud. Und im Folgevers steht nämlich, was an die Muslime gerichtet ist. Diejenigen aber, die gegen Allah und seinen Gesandten befehden, ist so, sollen sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig abgeschlagen werden. Das ist der Folgevers. Das heißt, dieses angebliche Tötungsverbot, was an die Juden gerichtet ist, was aus dem Talmud ist, wird im Nachhinein direkt gesagt, wer Unheil auf der Erde stiftet, der soll getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig abgeschlagen werden. Das heißt, dieses Tötungsverbot, so wie du das sagst, existiert so gar nicht. Warte, Moment. Ich kann dir das gerade auch sagen, das ist Sure 532 ist das. Nochmal 532? Jo. Ey, Al-Albani, darf ich dich mal was fragen? Antwortest du mir ehrlich? Ja, bitte. Bist du wirklich ein Jahil oder tust du gerade nur so? Was für Jahil, Bruder? Ja, bist du, guck mal, das Wort Jahil, bedeutet einfach nur Unwissender. Ja, vergiss mal, kennst du dich wirklich mit dem Koran, mit dem Islam aus, ja? Kannst du dich denn überhaupt unterhalten, ja, über den Islam? Oder, weil mir kommt das einfach so vor, ja, als wenn du dich so hinstellst, als wenn du irgendwas wissen würdest, ja, aber absolut keine Ahnung hast von deinen Schriften, von deiner Religion und von all dem, was du da von dir gibst. Sorry, okay, aber... Willst du eine Antwort darauf oder willst du jetzt Ich möchte eine Antwort von dir haben. Kann man sich mit dir, ja, über den Islam wirklich unterhalten, weil du auch das Wissen darüber hast? Oder verschwende ich gerade meine Zeit? Weil wenn du kein Wissen hast, ja, dann gehe ich hier raus. Ja, dann geh bitte raus, weil ich habe von Anfang an gesagt, ich bin hier nicht, um meine Religion zu rechtfertigen oder über meine Religion zu sprechen, sondern meine Intention war, meine Tat zu handeln. Aber es geht ja nicht hauptsächlich um deine Religion, an was du glaubst, ja. Es geht darum, was deine Religion von dir abverlangt. Ja? Was ist mit dem Koran? Der Koran ist das, woran ich glaube. Und das Ding ist, du glaubst an ein Buch, was dir befiehlt, alle anderen Menschen, die nicht muslimisch sind, zu töten, ja? An das glaubst du. Wie viele Muslime kennst du? Hat dich schon jemand umgebracht oder deine Familie? Oder warum redest du so einen Unsinn? Ich kenne Muslime sogar hier auf TikTok, ja, wo ich Livestreams habe, mein Lieber, die darüber gesprochen haben, wie sie mir meinen Kopf abtrennen wollen, ob mit einem stumpfen oder einem scharfen Messer, weil ich denen den Arsch aufgerissen habe. Was die Religion betrifft. So, was sagst du? Bist du so ein Heftiger? Was heißt, bist du so ein Heftiger? Wenn ich auspacke, über Sachen zu reden, die euch nicht schmecken, ja, dann werdet ihr halt leicht aggressiv. Was kann ich dafür? Okay.
Ja, wenn ich darüber rede, dass euer Prophet einfach krank ist und pädophil und besessen und sonst irgendwas, ja, dann dreht ihr alle durch. Warum wirst du jetzt beleidigt? Ich werde doch nicht beleidigen, das ist doch Tatsache. Es steht in euren Schriften drin. Punisher, darf ich dazu gerade ergänzen? Also wo du gerade über Kinderehen redest. Aisha war 6 Jahre bei der Heirat und Mohammed hatte Sex mit ihr, als sie 9 war. Sunan an-Nasai 3379. Aisha hatte mit 9 Geschlechtsverkehr mit Mohammed. Sunan Abu Dawud 2121. Aisha spielte mit Puppen, als sie Mohammed heiratete. Das ist Sunan an-Nasai 3378. Mohammed lud Aishas Freunde ein, um mit ihren Puppen zu spielen. Zu dem Zeitpunkt war sie bereits verheiratet. Sunan ibn Majah 1982. Und das Ding ist, selbst Aisha war eifersüchtig auf die anderen Frauen. Als Mohammed starb, hatte er 9 Frauen. Und er hatte, wie gesagt, das Ding ist sogar, dass Mohammed selber gesagt hat, dass die beste Frau im Islam ist, die ihrem Mann vollkommen gehorsam ist. Das ist wieder das nächste Problem. Eine Frau muss ihrem Mann vollkommen gehorsam sein. Das ist wieder das nächste Thema. Also, wenn wir über Frauenrechte reden, wenn wir über Gehorsamspflicht reden, vor allem, sind wir noch lange nicht bei der Sexsklaverei. Das ist das nächste Thema. Frauen dürfen in eroberten Gebieten als Beute genommen werden. Und das ist wieder das nächste Thema, wo Mohammed sogar gesagt hat, man darf verheiratete Sklaven vergewaltigen. Das ist sogar ein offizieller Tafsir von Ibn Kathir. Also wie kann man sagen, dass das eine friedliche Religion ist? Guck mal, wie gesagt, ich sage es noch einmal, ich bin hier kein Gelehrter. Ich will hier auch nicht etwas sagen, wo ich vielleicht einen Fehler mache, wo es vielleicht anders ist. Ich darf auch nicht etwas sagen, was sogar richtig ist, ich aber nicht weiß. Davor habe ich Angst und ich habe auch Respekt davor. Aber diese ganzen Sachen, was ihr für Fragen habt, es gibt auch genug Leute, die hier drin sind und euch Christen die ganze Zeit unter die Atheisten oder sonst wem, die ganze Zeit die Antworten darauf geben. Bringt dich das aber nicht zum Nachdenken, dass du vielleicht einem falschen Propheten folgst, wenn du das hörst? Bringt dich das nicht zum Nachdenken, wenn du sowas hörst? Nein, weil ich bin mir auch sicher, dass es nicht so ist, weil sonst würden nicht 2 Milliarden Menschen dieser Religion nachgehen und sonst würden nicht jeden Tag täglich Menschen zu dieser Religion konventieren. Ihr zieht alles aus dem Kontext. Aber wie gesagt, ich bin hier gar nicht gekommen, um meine Religion zu rechtfertigen. Da habe ich doch von Anfang an gesagt. Also ich weiß gar nicht, warum das Problem ist doch, dass die islamische Welt Israel zur Chefsache gemacht hat, eben wegen solcher Sachen. Ich schwöre bei Gott, keine 2 Minuten, ne, und in Israel wäre schon lange weg. Ist euch eigentlich bewusst, wie viele Araber da leben? Ja, natürlich, aber die leben ja da gut und gerne, eben weil die Möglichkeiten in Israel haben, da gut zu leben. Aber andersrum wäre es genau andersrum. Guck dir mal an, wie viele Juden in arabischen Staaten leben. Geht gegen null. Nochmal? Wie viele Juden in islamischen Staaten leben? Das geht gegen null. Also du kannst mir nicht sagen, dass Juden in islamischen Ländern leben können. Juden haben in den islamischen Ländern die haben die ganze Zeit dort gelebt, in Marokko, in Tunesien, in Ägypten. Ja, willst du mich gerade auf den Arm nehmen oder was? Al-Albani, wir können gerne schauen. Du bist ja kein Religiöser. Bist du ein Deutscher? Ja. Ja, dann solltest du dich doch schämen, wie überhaupt irgendwas zu unterstellen wegen Antisemitismus. Ich habe bis vor 70 Jahren noch Millionen von Juden vergast. Also, erstmal die Nationalsozialisten. Das waren die Nationalsozialisten, nicht die Deutschen. Nein, das war jeder Deutsche, weil die wurde so manipuliert, dass jeder Deutsche mitgemacht hat. Was redest du bitte? Du hattest einen Widerstand gegen Hitler gehabt. Erst am Ende, als ich gesehen habe, dass die Menschen sich alle zusammenfühlen gegen Deutschland, war die dann auf einmal gegen die Nazis, aber davor waren die alle Nationalsozialisten. Jeder Deutsche war. Jetzt mal ganz ehrlich. Albani, geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. Jetzt geht's dir wirklich gut, dass du sowas unterstellst. Geht's dir ja, gut? Ich unterstelle ihn genauso wie er mir unterstellt. Na, ich unterstelle gar nichts. Das, was die gesagt haben, was die dir gesagt haben, steht in deinen Schriften. Du glaubst. Ja, das, was ich dir sage, steht in jedem Geschichtsbuch. Du findest es ja auch super, was da steht, ja? Ja, finde ich auch. Das ist sehr toll. Das ist super. Richtig schön. Lass mich doch aussprechen. Nee, du lässt mich auch nicht aussprechen. Deswegen, also ich rede jetzt auch egal, die Zeit dazwischen. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das funktioniert so nicht. Ich rede. Ja, dann musst du bist leise. Ja, wenn ich rede, dann redest du ja auch immer dazwischen. Gefällt dir nicht, ne? Junge, wirklich. Mädchen. Junge, du hast... Schau mal an, Albani, wenn du sagst, du hast von vielem doch insofern jetzt nicht viel Ahnung, weil du mal nachschauen musst, weil du mal einen Gelehrten fragen musst. Ja, normal, das ist doch normal. Wie willst du denn überhaupt islamisch leben, wenn du so viele Fragen hast, die du gar nicht weißt? Also wie willst du dann überhaupt islamisch leben? Ich guck mal, ich muss meine 5 Gebete machen, ich faste, ich mache diese ganzen, das, was mir meine Religion aufsagt. Und das, ja, eben, dann solltest du ja auch wissen, dass die beste Tat der Dschihad ist und nicht nur der Dschihad gegen den inneren Schweinehund. Nein, du weißt ganz genau, dass damit auch Fisabilillah, hauptsächlich Fisabilillah gemeint ist. Das ist der kleine Dschihad, ich bitte dich, das weiß doch jeder. Jeder weiß, dass der kleine Dschihad... Warte mal, jetzt kommen wir bitte nicht mit dem Vers, ja, Mohammed kam von der Schlacht zurück und sagte, jetzt kommen wir von dem kleinen Dschihad und gehen in den großen Dschihad, den Kampf gegen uns selber. Das ist ein Maudu oder ein Daif-Vers, das ist noch nicht mehr anerkannt. Guck mal, soll ich nicht am besten einfach auf Stumm gehen und du redest, du erzählst einfach von dir selber, fragst und antwortest auch gleichzeitig? Albani, schau mal, aber wenn du dauernd nicht ehrlich bist oder wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Ich sag dir die ganze Zeit alles genau, wie es ist. Ich habe dir gesagt, dass der kleine Dschihad ist zum Kämpfen und der große Dschihad mit dir selber. Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass der Dschihad, der Kampf gegen die Ungläubigen, befohlen ist. Das weißt du ja, selber. Warum lebt ihr denn noch überhaupt? Wenn das so ist, wie du erzählst, warum lebst du überhaupt noch? Weißt du, wie viele Muslime es in Deutschland gibt? Schäm dich dann alle. Sag mal, was passiert, wenn alles islamisiert wird? Sag mir mal, was passiert. Ist doch schon alles islamisiert. Du hast mehr Muslime als Kirchen. Ich frag dich doch mal, was passiert, wenn das alles so passiert? Dann kommt ja die Scharia. Was passiert dann? Was soll dann passieren? Was passiert dann nach der Scharia? Dann leben wir alle ganz gut. Das wird schön sein. Was passiert denn, wenn ein Moslem? Alhamdulillah, inshallah, wird so schnell wie möglich die Islamisierung hier in Deutschland stattfinden. Warum in Deutschland? Die ganze Welt oder nicht? Ja, ganze Welt. Das ist doch euer Ziel. Entschuldigung, hast du recht. Das ist ja, siehst du, ganze Welt ist euer Ziel. Also, was passiert? Ja, natürlich, ist doch normal. Was passiert in der Scharia? Wir wollen euch doch retten vor der Hölle. Hallo, ich will, guck mal, entweder wir reden oder. Du redest alleine, ich mache mich auf Stumm. Ja, dann mach doch am besten Stumm und ich rede. Und du redest die ganze Zeit und keiner redet mit dir, dann kannst du einen Monolog mit dir schreiben. Schau mal, Al-Albani, ich frage dich jetzt mal selber was für dich. Also, hier, dabei hatten sie sich, also das ist jetzt, das geht um diejenigen, um die Manafik, die sich dem Kampf entziehen. Sure 33, Vers 15 abwärts. So. Wenn man von den Was ist denn aufwärts? Was steht denn da? Lies mir mal den ganzen Dings vor. Ich will dir das doch gerade vorlesen. Deswegen habe ich gesagt, Sure 33, 14 bis 19. Ich lese das jetzt voll vor. Wenn man den Außenbezirken der Stadt her zu ihnen eingedrungen wäre und sie hierauf von ihnen verlangt hätte, sollen sich zum Abfall vom Islam verführen lassen, wären sie darauf eingegangen und hätten dabei nur wenig gezögert. Dabei hätten sie sich doch früher Allah gegenüber verpflichtet. Sie würden nicht den Rücken kehren. Nach der Verpflichtung gegen Allah wird dereinst gefragt. Sag, wenn ihr davor flieht, zu sterben oder getötet zu werden, wird es euch nichts nützen. Und wenn es euch schon gelingen sollte, euer Leben durch die Flucht zu retten, dann lasst euch die Güter der Welt nur noch ein wenig genießen. Sag, wer könnte euch vor Allah schützen, wenn dieser mit euch etwas Böses vorhat? Oder wenn er euch Barmherzigkeit erweisen will? Und sie werden dereinst für sich außer Allah weder Beschützer noch Helfer finden. Allah weiß schon, wer von euch die Quertreiber sind, die zu ihren Brüdern sagen, kommt her zu uns, sie nehmen nur im geringfügigen Umfang am Kampf teil und sind knausrig gegen euch. Wenn die Lage gefährlich wird, siehst du sie nur mit kreisenden Augen über dich schauen, wie einer, der dem Tod ohnmächtig wird. Wenn dann aber die Gefahr vorüber ist, setzen sie sich euch mit scharfen Zungen zu. Das heißt, wenn du nicht kämpfst, und das ist ja das Beschissene an dieser ganzen Geschichte, leider im Islam,
wenn du nicht kämpfst, wenn du nicht im Dschihad kämpfst, dann wird Allah dich dafür auch zur Rechtfertigung ziehen. Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht die perfekte Religion sein. Doch, warum nicht? Weil wir kämpfen nur gegen die, die gegen uns kämpfen. Die, die uns vertrieben haben von da, wo wir vertrieben worden sind. Albani, was passiert? Du weißt denn doch, dass Verteidigung, warte mal kurz, Hopp, du weißt doch, dass Verteidigung damals der Karawanenraub von Mohammed allein schon war, wo er sich als Karawanenräuber betätigt hat. Das war schon defensiver Dschihad. Und wo überhaupt nicht klar ist, ob die überhaupt noch gilt, weil Mohammed den offensiven Dschihad über die Abrogation nach seiner Zeit in Medina befohlen hat. Das heißt, der ganze defensive Dschihad-Kram ist gar nicht mehr gültig. Es gibt ja auch gar keinen Dings, wo Muslime andere Länder angreifen. Das sind doch eure Länder. Das ist ja nicht bewusst, was du dir gerade die ganze Zeit erzählst. Schau dir mal die arabische Expansion an, wo sich von der arabischen Halbinsel bis vor Europa das Islamische Reich verbreitet hat. Deswegen wurden auch die Kreuzzüge tausend Jahre später geführt. Guck mal, das muss ich mir echt jetzt gerade von einem anhören, der früher ein Christ war und der ein Deutscher ist. Du willst mir etwas erzählen, dass Albani, wir große für viele Kriege geführt haben. Albani, der hat anscheinend mehr Ahnung als du. Anscheinend hat er mehr Ahnung. Moment, kann ich dir mal was sagen? Deutsche bzw. Nationalsozialisten haben auch deutsche Leute, die schwerbehindert waren, vergast. Also, ja, traurig, oder? Das ist alles, Deutsche sind seine Lüge. Das waren Nationalsozialisten. Die hatten deren Ideologie. Die hatten deren eigene Ideologie. Plus, als, hör mal zu. Wer hat denn mit denen gearbeitet? Ein Moment, das will ich sagen, das muss er verstehen. Die Nationalsozialisten haben sogar Deutsche getötet. Wenn du nicht arisch aussahst, warst du der Feind. Also man kann nicht sagen, die Deutschen, weil es waren die Nationalsozialisten. Hitler sah selber nicht mal arisch aus, Alter. Das alles nur irgendwelche Unbuchmärchen von euch. Ja, das ist trotzdem deren Ideologie gewesen. Oh. Blonde Haare. Ja, guck mal, wie schlau ihr gewesen seid. Alter, bei euch sind nicht mal 70 Jahre her, ne? Albani, ich will mal arisches Aussehen. Albani, ich will jetzt mit dir über was anderes reden. Ich glaube, es bringt nichts. Wir haben, wie gesagt, mehrere Sachen. Er steht hinter dem ganzen Kram. Ja, das heißt, worüber sollen wir überhaupt noch reden? Ich will jetzt nur kurz wegen der Scharia mit dem reden. Guck mal, wir haben ja, euer Ziel ist von den Moslems, wenn ich sagen kann, ich weiß nicht, ob alle so denken, aber viele bestimmt. Ihr wollt ja, dass hier alles islamisiert wird, die ganze Welt. Diejenigen, die sich an den politischen Islam halten und die Scharia hier implementieren wollen, so kannst du es eingrenzen. Genau. Guck mal, jeder Moslem, der nicht die Scharia will, der ist kein Moslem. Okay, dann sagen wir so, okay? Ja. Dann nur die. Ganz ja, einfach. Okay. So, wenn jetzt die Scharia kommt, was passiert dann mit den ganzen Leuten? Was soll passieren? Dann ist die Scharia hier und ganz normal. Nein, aber was passiert mit den Juden, Christen und die nicht Moslem sind? Was passiert dann? Was ist denn im Osmanischen Reich mit denen passiert? Nein, genau das Gleiche passiert dann auch. Was passiert denn? Erklär es mir bitte. Ja, was passiert denn? Guck doch mal, wie die Juden unter Osmanischen Reich gelebt haben. Dann frag mich doch mal diese Frage. Aber du weißt ja, Scharia, die sagen ja, was passiert. Das war doch Scharia. Osmanische Reich war Scharia. Okay, was passiert mit den Moslems, die nicht mehr Moslems werden wollen, sein wollen? Also sagen wir mal, ein Moslem entscheidet sich nicht mehr Moslem zu sein, weil das passt ihm nicht mit der Scharia. Der ist ein Moslem, der glaubt daran nicht. Wie du sagst, er ist kein richtiger Moslem, der möchte austreten. Was passiert mit dem? Das entscheidet dann ein Richter. Wie bitte? Das entscheidet dann der Richter. Okay, Al-Albani, warte mal, wir kürzen es ab. Ich bin hier kein Gelehrter, dass ihr mich tausend Fragen stellt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin hier nicht, um den Islam zu verbreiten. Ja, aber du sollst, das ist allgemein Wissen. Alle vier islamischen Rechtsschulen sagen, dass bei Apostasie Todesstrafe ist. Das ist allgemeingültig. Ist doch bei jeder Religion. Schau mal, Mohammed hat selber gesagt, wer die Religion verlässt, den tötet. Das hat Mohammed selber gesagt. Und alle vier islamischen Rechtsschulen sagen, ja, bei Apostasie kommt die Todesstrafe. Allein nur deswegen gibt es den Islam überhaupt heute noch. Weil wenn Apostaten so nicht bestraft worden wären, wären sehr, sehr viele ausgetreten. Und deswegen ist die Zahl der Muslime, die hier aktuell überhaupt leben weltweit, überhaupt nicht leicht messbar, weil sehr, sehr viele leise aussteigen. Nicht sagen, dass sie aus dem Islam ausgetreten sind. Eben weil sie ansonsten mit dem Tod zu rechnen haben. Darf ich dich was ist fragen? Das ist aber nicht nur Religion so. Das ist nicht nur Religion so. Hört ihr mich eigentlich?
In jeder Religion ist das so. Volkan, ganz kurz, ich wollte das jetzt nur noch zu Ende bringen, jetzt hier mit Albani. Ich möchte. Ich hab aber genau dazu eine Frage, sonst vergesse ich diese Frage. Der hat ja gerade einen richtig schönen Vers aufgesetzt. Okay, ja, bitte, bitte, Volkan. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich zu den Versen? Guck mal, ich bin überhaupt kein Gelehrter und ich kenne mich wahrscheinlich nur halb so gut aus wie Albani. Aber ich kenne den Vers und der steht auch da drin, dass in dem Koran auch drin steht, dass jeder seinem Glauben haben soll und wir nicht darüber urteilen sollen. Ist doch ein Widerspruch dagegen, dass wir die Ungläubigen töten sollen, oder? Also das ist jetzt eine ernst gemeinte allgemeine Frage, dass sich das da widerspricht und beißt mit dem, Volkan, mit danke, dem Vers. Danke für die Bestätigung, dass der Koran Widersprüche enthält. Du bist ein sehr, sehr toller Moslem. Danke. Nein, ich frag dich. Ich sag sowieso, dass der Koran Widersprüche ist. Der schon alleine das Wort Koran ist im Widerspruch. Ja? Da brauchst du nicht großartig fragen. Ist so, der Koran hat Widersprüche. Mann, der ja? Das sehen wir immer und immer wieder. Der einzige Widerspruch bist du hier. Guck mal, ihr seid sowieso, guck mal, ihr seid Islam. Also Al-Albani, guck mal. Das Einzige, was ich dir anbieten kann. Hör mal zu, das Einzige, was ich dir anbieten kann. Geh zu deinen Gelehrten. Hör doch mal ganz kurz zu. Geh zu deinen Gelehrten, lass dir von denen einen Monat lang was beibringen. Wenn du soweit bist, komm zu mir. Wir reden gerne über deinen Koran. Ja? Ich werde dir nur eine Frage bezüglich deines Islam stellen. Ja? Und die möchte ich von dir beantwortet haben. Und wenn du sie mir beantwortet hast, darfst du mir im Gegenzug 10 Fragen über das Christentum stellen. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Okay? Das ist mein Angebot für dich. Schreib mir privat. Ich hätte eine Frage an dich. Hör mir zu. Geh zu deinen Gelehrten. Nein, geh zu deinen Gelehrten. Lass dir deinen Islam beibringen, deine wichtigen Sachen. Dann komm hierher öffentlich. Ja? Ich mache extra einen Stream nur für dich auf. Wir zwei reden dann von mir aus alleine. Wenn du soweit bist, ich gebe dir sogar 3 Monate Zeit, damit du dich einstudieren kannst in deinen Islam. Ja? Und dann werde ich dir nur eine einzige Frage stellen. Okay? Und wenn du diese widerlegen kannst, ja? Dann werde ich sogar danach noch direkt im Anschluss die Shahada aussprechen. Inshallah. Okay, dann schreiben wir privat, dann machen wir das. So. Okay, Albani. Schreib's mir privat. Zu meiner Aussage mit der Scharia. Also, wie ich verstanden habe, korrigier mich, falls ich hier was Falsches sage. Wenn ein Moslem austreten möchte, ja, wenn die Scharia hier herrscht, überall oder nur in Deutschland, egal wo, wenn es eine Scharia gibt und ein Moslem... Das ist in jeder Religion so, habe ich dir das schon mal gesagt, das ist in deiner Religion nicht anders. Hallo, wir reden jetzt gerade von der Scharia, okay? Danach können wir... Ich wurde nicht getötet. Albani, ich möchte das jetzt mit dir zu Ende klären, danach habe ich auch nichts mehr zu sagen darüber. Okay? Ja, dann, so. Guck mal, ich habe dir doch gerade gesagt, das steht in jeder Religion so. Nicht nur im Islam. Ja, aber das du ist willst mich gerade irgendwie etwas anfangen als Juden. Ich bin jetzt über die Scharia, weil im Judentum gibt es keine Scharia, okay? Und doch so. Gibt es. Dann habe ich was verpasst, okay. Ja, so. Siehst du? Albani, noch einmal, was passiert jetzt mit einem Moslem, der austreten möchte von einem islamischen Staat, also was islamisiert ist, wo eine Scharia ist, ja. Ja. Was passiert dann mit dem? Weißt du das? Das entscheidet dann ein Richter entweder. Okay, weißt du, also soweit ich nicht, weiß, wer auch immer seine Religion wechselt, ja, den sollt ihr töten. Ja, genauso wie im Christentum. Wo? Ja, gib einen Vers. Warte mal, wartet, Leute. Johnny, geh darauf nicht ein. Findest du das gut? Weil wir reden jetzt hier von einem Moslem, der raus möchte. Findest du das gut? Nochmal, ob ich das Albani, gut finde? Findest du das gut, wenn ein Moslem... Ja, finde ich gut, ja. Wenn ein Moslem ja. unter der Scharia... Ja. Also, ja. Die Frage lautet... Ich will jetzt ganz kurz mit ihm sprechen. Hoff die Frage mit seiner... Stell ihm die Frage mit einem Familienmitglied mit ihm. Okay, sagen wir mal, jemand aus deiner Familie, ja? Beispiel, möchte raus von dem Islam. Jetzt kommt die Scharia und sagt, du hast 3 Tage Zeit, das Land zu verlassen, aber wenn es auf der ganzen Welt dann so ist, dann kann er das nicht machen. Dann hat er 3 Tage Zeit, glaube ich, sich das anders zu überlegen. Wenn er sich trotzdem dagegen entscheidet, dass er raus möchte, wird er getötet. Findest du das okay? Wenn das so sein soll, dann ist das so.
Ich kenne das nicht so. Du findest das okay, dass einer von deiner Familie dann umgebracht wird? Guck mal, es ist doch egal, ob ich das okay finde oder nicht. Nein, ich will deine Permission. Also würdest du das befürworten? Also würdest du das befürworten, dass entweder dein eigener Sohn oder deine Mutter, ja, weil sie den Islam verlassen wollen, würdest du das befürworten und zulassen, dass sie getötet werden? Ja, nur weil sie nicht mehr an diesen Propheten glauben möchten? Guck mal, ich weiß nicht, wie oft ich ihn wiederholen soll. Würdest du diese Strafe durchziehen? Du würdest deine eigene Mutter oder deinen eigenen Sohn hinrichten. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Wie, warum? Weil du unter dieser Scharia lebst. Ach so, dann muss jeder von mir. Wenn die Scharia sagt, du tust das, dann wirst du das auch tun müssen. Ja, nee, du weißt besser über uns Bescheid als wir, oder was? Was meinst du, wer das bei den ganzen Ehrenmorden durchführen muss, wenn die Schwester oder so plötzlich anfängt, Hotpants zu tragen, kein Kopftuch mehr trägt und sich unseren Werten hier anpasst? Dann muss der Bruder oder Vater die töten, weil sie eben abgefallen ist und keine Muslima mehr ist. Und die dann Angst haben, dass die auch noch zum Unglauben verführen, dann muss das Kind getötet werden. In den Moscheen wird das anders gebeten. Okay, habt ihr eure Fragen jetzt gestellt? Darf ich jetzt eine Frage stellen? Was hat das alles jetzt mit diesem Terror Albani, du findest das super. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ganz ehrlich, ja. 300 Leute schauen zu, ihr seht, was Muslime für einen Geist haben, ja, selbst ihre eigene Familie sagt ja, wenn das so ist, dann ist das so, ihr warum seht das, ja, was das für eine... Ich bin nicht dafür. Ja, aber wenn die Scharia da ist, dann hast du keine Wahl. Dann bist du aber kein Moslem, das hast du doch gerade gehört. Wenn du nicht für die Scharia bist und für diese Gesetze bist, dann frag ihn da unten. Albani, ja, wenn er nicht für die Scharia ist, ist er dann ein Moslem? Ist er ein Moslem? Wer nicht die Scharia will, der ist kein Muslim. Hast du das gehört, Volkan? Ja, wer nicht die Scharia will, ist kein Moslem. Er hat gerade ein Takfir auf dich gemacht. Er kann aber nicht über mich urteilen, ob ich Moslem bin oder nicht. Ja, aber Volkan, wenn die Scharia da ist, was willst du dann machen? Mit wem willst du dann reden? Hör mir doch einmal zu. Aber Volkan, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Scharia auf der ganzen Welt ist... Mach das nicht das Gleiche, wie du das bei ihm gemacht hast, bei mir, dass du immer unterbrichst, weil das ist voll respektlos. Das ist wahrscheinlich auch in deiner Religion respektlos und in überall auch. Also versuch mal, ein bisschen mit Respekt entgegenzukommen. Der Imam in der Moschee predigt das nicht so, wie er das zum Beispiel sagt. Jeder seines Glauben, jeder für sich selber. Wenn du an was glaubst, respektiere ich das. Wenn ich an etwas glaube, solltest du das genauso respektieren. Ich respektiere alle Religionen, alle, und das sage ich als Moslem, auch wenn ich jetzt für den einen oder anderen kein Moslem sein sollte. Ich habe vielleicht nochmal ein anderes Bild davon, aber selbst der Imam in der Moschee predigt das so, dass wenn mir mal irgendwann einer, guck mal, erstmal Mensch sein, das ist das Wichtigste, aber auf der anderen Seite ist es so, dass jeder seinen eigenen Glauben haben soll. Und wenn mir mal irgendjemand mehr bedeutet, einer mein Freund ist und der mich darüber was fragt, dann kann ich ihm das Wissen, was ich habe, auch wenn ich vielleicht nicht so viel Wissen habe wie manch anderer, dann kann ich dem vielleicht meinen Glauben näher bringen und sagen, guck mal, das ist daran, was, also das ist das, woran wir glauben, aber im Islam gibt es keinen Zwang, das ist meine Meinung, und so wurde mir das seit klein auf vermittelt. Es gibt keinen Zwang. Ja, es gibt auch keinen Zwang in der Religion. Kann ich einfach sagen, weil die wahre Religion ohnehin klar erkennbar ist. Das ist das Erste. Und ich meine, Volkan, kennst du das Schicksal zufällig von Raif Badawi? Der hat dasselbe gesagt. Der hat auch gesagt, für mich sind Juden, Christen, Muslime alle gleich, hat er gesagt. Raif Badawi selber. Der hat Peitschenhiebe bekommen. Der hat nur die Todesstrafe deswegen nicht bekommen, weil er Moslem war. So, und das war der Grund. Er hat gesagt, alle Menschen sind für mich gleich. Und dafür wurde der ausgepeitscht in einem islamischen Land. Ich glaube, es müssen halt viele Muslime mal ein Wochenende, zwei Wochen in Sudan machen und dann würden sie ganz anders denken. Volkan, es ist ja schön und gut, dass du deine Meinung hast, dass du alle magst und alles okay. Ist ja okay, sage ich ja nichts. Aber wenn die Scharia da ist und ich rede von der ganzen Welt, ja, sagen wir mal, das ist ja von den Moslems, die wollen das ja, die wahren Moslems. Wichsam, ja. Das ist wirklich die Scharia. Also die wahren Moslems nach Albani, die wahren Moslems, wollen ja die Scharia. Ihr seid so traurig. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn das so ist, ja, wenn das so alles hier so sein wird, ja, irgendwann mal, dann musst du dich an die Scharia halten. Da hast du gar keine Wahl. Dann musst du das ja machen. Du hast keine Wahl. Ja, so wie man sich hier auch an Gesetze halten muss. Hier ist das Gesetz. Mein Respekt, dass du ehrlich bist. Du hast meinen Respekt und dazu stehst. Finde ich gut. Dass du
Aber es ist doch egal, wo du hingehst. Ne? In jedes Land andere Gesetze. Und du musst dich diesen anpassen. Stimmt's oder nicht? Ja, aber wenn überall die... Und warum habt ihr so Angst vor der Scharia? Denkt ihr wirklich, dass die Scharia morgen in Deutschland stattfindet? Aber warte mal, Hope. Al-Albani, ich sag dir, warum ich die Scharia hier nicht möchte. Weil es gibt drei Sachen, die dann gesagt werden müssen. Es gibt nämlich drei Optionen. Lass mich doch mal aussprechen. Also es gibt verschiedene Optionen, die sind in Fatwen festgehalten. Wenn ein Land islamisch wird, beziehungsweise was man dann, wenn die Scharia 100% angewendet wird, vor was man die Juden und Christen, beziehungsweise die Ungläubigen stellen soll. Also, erste Option zum Islam einladen. Das ist das Erste. So. Zweitens, die Juden und die Christen haben auch noch die Option, Jizya zu zahlen, die Unterwerfungssteuer. So. Genau. Die dritte Option ist dann Kampf bis zum Tod. Das ist die dritte Option. Also konvertieren, Unterwerfungssteuer oder Kampf bis zum Tod. Das sind die drei Optionen. Und da wunderst du dich, dass ich als in Anführungszeichen Ungläubiger... Das ist falsch. Oder die werden abgeschafft. Ja, aber du kannst doch nicht Steuern mit einer Kopfsteuer bezeichnen. Nein, es muss nicht gegen den bekämpfen. Wo steht das? Es gibt verschiedene Fatwen dazu. Das hat Umar genauso gemacht, wenn er Gebiete eingenommen hat. Und wir wissen, die ersten drei Generationen, nach denen muss man sich richten. Die sind maßgeblich. Die werden rausgeschmissen. Wo gehen die denn hin, wenn alles hier Islam ist? Wohin denn? Dann mussten sie annehmen. Da siehst du doch, wir reden jetzt gerade davon, wenn es passiert, wenn es passiert. Es wird passieren, nicht wenn, das wird passieren. Okay, es wird passieren, es wird nach deiner Meinung passieren, Inshallah. Wenn alles islamisiert wird. Das heißt, es gibt nur die Scharia, es gibt sonst gar nichts, nur die Scharia. Man muss das machen, was die Scharia sagt. Ja. Stimmt, eine Frage an dich. Wie ist das dann im christlichen Ton? Nein, wir reden jetzt nicht über den Christentum. Wir reden jetzt gerade, wenn die Scharia hier überall ist. Wo willst du dann hingehen? Zum Mond oder was? Ich habe noch kurz eine Frage. Also eine neugierige Frage. Ich kenne die Antwort nicht, aber im Alten Testament steht ja auch, tötet die Heiden oder nicht. Hackt denen die Köpfe ab oder Hände. Ich kann dir kurz darauf antworten. Einfache Geschichte. Du weißt, das Neue Testament, da kommt Gott als Jesus, als Mensch auf die Welt, so, und sagt, er predigt sogar die Feindesliebige. Er verbietet das Töten. Er ist Pazifist. So. Insofern sind solche Sachen, wenn sie denn überhaupt bindend sein sollten, im Alten Testament abrogiert und mit dem Wort von Jesu Christi ersetzt. Das heißt, das ist gar nicht gültig. Bei Mohammed ist es genau andersrum gewesen. Okay, ja, aber die Gesetze, wenn Jesus von Gott ist bei euch. Ach, eine Sekunde, jetzt hast du gelogen. Wenn wir Matthäus 10, 36 lesen, steht da klar und deutlich geschrieben, ich bin nicht gekommen, das Frieden zu bringen, sondern vielmehr das Schwert. Und was bedeutet das Schwert? Den Heiligen Krieg. Spaß, da steht nicht der Heilige Krieg, das stimmt nicht. Was ist das Schwert? Was ist denn das Schwert? Es heißt, wenn dein Feind dir die rechte Wange... Nein, nicht Thema wechseln. Was bedeutet das Schwert? Nein, warte, lass ihn bitte zu Ende sprechen mit dem, wenn der Feind dir die rechte... Erzähl das mal bitte einmal kurz weiter. Dazu habe ich nämlich auch eine Frage, weil ich will ja lernen. Ja, dann redet, lass doch mal über den Gewalt der Bibel reden und der Tora. Hallo, wir reden jetzt gerade nicht über die Bibel, Leute. Warum? Wenn man über die Scharia redet, wenn man über Islam redet, läuft ihr weg. Ich verstehe das nicht. Aber hier ist doch keiner mit der... Das ist doch gerade so friedlich, wie das behauptet. Ich sage zu dir, ich nehme die Scharia an, wie ist es? Ich lehne sie nicht ab. Wenn ich es ablehne, bin ich kein Moslem. Punkt aus Ende. Aber nicht alle. Dankeschön. Lass doch mal über deine Sachen reden. Die sagen was anderes dazu. Dann lass doch mal über deine Quellen reden. Wir reden jetzt gerade über. Wir reden jetzt nicht. Warum? Das interessiert mich gerade gar nicht. Da kann von mir aus weiß was ich verstehen. Das interessiert mich gerade nicht. Ihr seid so peinlich, Alter. Samuel 15,3, das war ein geschichtlicher Hintergrund. Wenn ihr drei Verse vorher liest, seht ihr den Kontext. Moritz, ich habe trotzdem eine Frage. Ihr wollt über die Bibel reden, ihr wisst aber noch nicht mal, was in dem Koran steht und in euren Büchern. Sag mal, was ist Vielleicht interessiere ich mich für ein Christentum.
Ja, das, da, dann hast du ein Problem, glaube ich. Dann hast du ein Problem. Selbst wenn, Volkan, also ich kann dir, also erstmal, ich selber bin kein Christ, ich bin Atheist, aber wir können das gerne gerade gleich mal kurz reingucken, wo da drin steht wegen Johannes, weil ich kenne diese Übersetzung und ich weiß, dass damit nicht Krieg gemeint ist. Wie gesagt, ich habe da kein Problem, damit reinzugucken als Ex-Christ. Wir können das gerne gleich auch mal kurz. Ja, dann mach doch seinen Stumm weg und mach mal dieses Mädchen auf Stumm und dann lass ihn mal reden, der oben. Diese Mädchen wird nicht auf Stumm sein, okay? Diese Mädchen. Okay, Entschuldigung, wie soll ich dich denn nennen? Schwert bedeutet der. Ach ja, alles gut, bitte eine Sekunde. Eine Frage. Läufst du von deiner Bibel und deiner Tora weg? Wer denn? Nein, wir laufen die ganze Zeit weg, die nicht. Okay, wir laufen doch gar nicht. Nein, guck mal. Meine Frage ist eigentlich anders. Lass ihn bitte ausreden. Warum versucht ihr die ganze Zeit? Nein, guck mal. Das Gespräch ist doch eigentlich gerade über ein paar Verse im Koran gewesen, über die Scharia und über diese Sachen. Warum rennt ihr immer zur Bibel? Sucht ihr Zuflucht beim Herr Jesus Christus? Sucht ihr eure Sicherheit beim Herr Jesus Christus? Ist das das, was ihr sucht? Braucht ihr den Herr Jesus Christus? Dann nimmt ihn doch einfach endlich an. Okay. Bist du fertig mit deiner Frage? Darf ich reden? So, wir sind hier fertig mit Bibel und mit Tora oder sonst was. Wir reden jetzt über Hamas, Israel und über die Gesetze der Scharia. Ganz einfach in Geschichte. Ja? Wir reden über die Hamas, Israel und über eure Geschichte. Wir bleiben jetzt bei dem Thema. Nein, wir flüchten nicht. Keine Sorge, wir flüchten nicht. Hör mal zu, mit eurer Samuel-Geschichte kommt ihr jeden Tag 500 Mal. Wir haben einfach keinen Bock mehr auf euch. Alles gut, Geschichte, kein Problem. Ja, wir haben auch keinen Bock auf euch. So, wir gehen jetzt auf die Scharia ein. Moritz, du musst die mal ein bisschen mehr stummen, ja, damit die beim Thema bleiben. So, beantwortet jetzt bitte Hopes Frage, ja, bezüglich eurer Scharia und euren Sachen. Hope, die Bühne gehört dir. Ich denkst du Szenen mit einem Mädchen, ich und du reden jetzt. Nicht mit einer Frau. Warum redest du nicht mit einem Mädchen? Darfst du das nicht? Nein, darf ich nicht. Wer sagt das? Laut deiner Bibel. Nein, ich hab doch, weißt du was? Wenn du mit Männern redest, soll lass sie doch einmal Warum sagst du die ganze Zeit zu ihr, laut deiner Bibel? Sie glaubt doch gar nicht an die Bibel, Mann. Was hast du als mit der Bibel, wenn sie gar nicht daran glaubt? Laut Tora auch. Wenn sie mit Männern reden sollte, die hat abgeschlagen werden. Was machen wir jetzt? Panne Scheiß, hab eine Frage an dich. Was für ein Landsmann bist du? Aber musst du gerade jetzt nicht Schwester die Hand abhacken? Laut deiner Tora. Hallo, Leute! Ja, bitte drauf eingehen. Nein, wir machen's so wie der Prophet Mohammed. Wir hacken einem armen Mann, der wegen 3 Dinar, ja, hacken okay, wir die Hand das? Ab. Was hältst du davon? Wo im authentischen Hadith. Soll ich ihn dir einblenden? Ja, blend mir den ja? Okay, warte mal. Er wird jetzt etwas einblenden. Leute, er wird jetzt was einblenden. Er wird sich diese Mühe geben. Dann reden wir auch darüber, ja? Ich will nicht noch mal die Tora hören. Ich rede. Hör mir mal zu. Wir können gerne mit euch morgen oder so ein Stream aufmachen. Wir können gerne über die Bibel. Ja, guck mal, ich hab ganz kurz. Heute reden wir jetzt darüber. Der Stream hat gar nicht. Guck mal, das hat so über den Islam. Nur weil ich eine Frau bin, heißt es nicht, dass du mich nicht aussprechen lässt. Aber du sprichst mich nicht, wenn jemand. Ich bin kein Jude, ich kann dich nicht aussprechen lassen, aber rede. Ich rede noch immer. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Wenn ich fertig bin, sage ich bin fertig. Hast du mich verstanden? Also bist du jetzt weiter. Die ganze Zeit unterbrechen. Also, der Panischer wird jetzt euch was zeigen, ja? Er wird sich Mühe geben, euch was zu zeigen. Ja, okay, aber bitte nicht flüchten. Hallo, ich rede noch. Nein, bitte nicht reden, bitte. Wenn du nicht reden willst, schmeiß dich runter. Soll ich dich runterschmeißen? Gar kein Problem. Ein Klick und dann seid ihr unten. Ja, alles gut. Dann lass mich mal bitte. Kein Problem, nein, ich rede noch immer. Er wird es euch jetzt zeigen. Ich will weder Bibel noch Tora hören. Wir können gerne einen Stream aufmachen. Nicht heute, ja? Und dann reden wir über die Bibel und Tora. Gar kein Problem. Ihr kommt dann rein und dann können wir nur darüber reden. Heute aber nicht. Heute ist es nicht das steht nicht auf dem Programm. Okay, alles gut. Bist du fertig? Ja, aber seit wann hat das hier angefangen, über Bibel Islam zu sprechen? Oder Tora? Okay, dann doch, wir sprechen. Eine Frage über Islam, eine Frage über Christentum. Nein, so geht das nicht. Doch, das ist okay. Doch, so geht das. Das ist doch ganz normal.
wenn es dir nicht passt, wenn du nicht nach den Regeln gehen willst, alles gut, dann sollen wir jetzt bitte den Hadith einbinden. Dann kannst du gerne gehen. Guck mal, eine ganz gesunde, ganz kurz, eine ganz gesunde Unterhaltung findet so statt, dass einer eine Frage stellt, der die antwortet und dann der andere auch eine Frage stellen darf. Junge, du sagst, dann wird es doch hier kein Monolog. Wie, hör mir mal zu, wir reden jetzt über das, was er einblendet. Ja, dieser Panischer, der macht sich jetzt die Mühe und zeigt es euch, nicht so wie ihr. Okay? Ja, ist ja kein Problem, danach sind wir dran. Über die Bibel oder über irgendwas anderes, das interessiert mich gar nicht. Ihr könnt mir da erzählen, was ihr wollt, das interessiert mich nicht. Ja, nochmal, weil du ungläubig bist. Erzähl weiter. Das interessiert mich nicht. Ich werde euch auch nicht sagen, dass es wahr oder falsch ist. Das interessiert mich nicht. Aber wir reden jetzt über euren friedlichen Islam. Wie ihr das sagt, okay, wir werden jetzt darüber... Der ist friedlicher auf jeden Fall als eure Religionen. Ja, wenn es so friedlich ist, dann gucken wir uns jetzt mal an, genau was da steht. Ja, aber ihr guckt ja euch eure Sachen ja auch nicht an. Warum sollen wir denn eure Sachen an? Ich will als Jüdin auch überzeugt sein, dass es so friedlich ist. Deswegen gucken wir uns das jetzt an, okay? Sind wir hier einfach... Gerade als Jüdin, Alter. Als Jüdin will ich sehen, dass es so friedlich ist, okay? So, Panischer. Ja, der ist dann schon weggegangen. Anscheinend ist er nicht damit zufrieden. Gar kein Problem. Ihr müsst kurz warten, bei mir hängt gerade ein bisschen Handy, aber... Alles okay. Das Ding ist halt auch, wir können ja mal kurz zwischendrin einhaken. Wenn wir Anschläge haben, dann haben wir die leider in der Regel aus religiöser Sicht, aus der islamischer Sicht, aus der islamischen Sicht leider. Ja, die, ich meine, diese gibt es so viel, wie man... aber. Die, die im Namen der Religion töten, aber... Ja, sie machen ja das, was Mohammed gesagt hat. Also das ist schon nach den Lehren von Mohammed leider. Dann kann man halt nicht immer sagen, das hat nichts mit Religion zu tun. Wenn Guck mal, Volker, du kannst mir sicher... Die machen es ja nicht im Namen von Palästina, die machen es im Namen von Gott. Deswegen kann man nicht sagen, die sind Freiheitskämpfer für Palästina, weil die machen es ja nicht... Im Namen von Palästina, die machen es im Namen von Gott. Deswegen. Also, diese wahren Moslems, die gesagt haben, die sind ja so wahr, ja, sind jetzt gerade gegangen, anscheinend. Ja, aber du warst auch sehr hart und sehr respektlos. Nein, ich war nicht sehr, weil wenn er sagt, er redet nicht mit der Frau oder ich darf nicht überhaupt reden, ja, nach meiner Religion, dann habe ich überhaupt keinen Respekt mit so einer Person, ja, wenn er sowas sagt. Ganz einfach. Du hast ihn wirklich zigmal unterbrochen. Ich habe geredet. Ich war noch nicht fertig mit reden. Wenn er nicht versteht, dass ich noch nicht fertig bin. Aber das hast du ja vorher auch ganz oft gemacht. Ne? Ja, okay, wollen wir jetzt sagen, du und ich und er und sie, willst du jetzt hier anfangen zu sagen, wer hat was gemacht? Nein, die haben es nicht verstanden. Die haben anscheinend keine Eier, hier zu stehen und darüber zu reden, wie friedlich der Islam ist. Haben wir jetzt alle gesehen. Super. Volker, du wolltest eine kurze Frage zum Christentum. Ich versuche, die zu beantworten, wenn okay. Es gibt einen Vers, wo ja steht, von wegen der Feind und von wegen die linke Backe hinhalten, dann halt ihm auch noch die rechte Wange hin und so, ne? Mhm. So, ist das für dich plausibel? Wenn ich jetzt komme... Es ist einfach Demut. Guck mal, die Jünger sind einmal in die Synagoge gegangen, haben gepredigt... Und wurden dort zusammengeschlagen und sind trotzdem mit Freude rausgekommen. Das ist für Gott, das ist einfach Demut und dass dir egal ist, dass du geschlagen wirst, dass du einfach durch die Freude und den Frieden Gottes dir es egal ist. Das heißt nicht wehren, sondern auch bete für deine Feinde. Und wenn dein Feind dir die Rechte gibt, gib mir die Linke auch. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Jetzt komme ich in dein Haus, stehle dein Hab und Gut, verprügel noch deine Frau und deine Mutter auch noch. Und dann kommst du dahin und sagst, okay, jetzt kannst du mich auch schlagen, weil die rechte hast du ja schon genommen und die linke kannst du jetzt auch haben. Ist das, würdest du das im realen Leben so machen? Frage, wo sind die zwei hin? Ja, die sind natürlich weggegangen. Sobald man irgendwas auspackt, sind die weg. Und sagst, hier ist noch mein Vater, den kannst du auch noch schlagen? Nein, ich meine... Also ich meine, ob ich das jetzt persönlich mache, ist jetzt mal dahingestellt. Ich sag dir. Dann frage ich mal ein wahrer Christ, ob der das machen würde. Das ist jetzt auch nicht irgendwie mich darüber lustig machen, sondern das ist wirklich eine ehrliche, neugierige Frage. Wir sollten uns allgemein nicht wehren, wenn uns jemand schlägt. Der Maßstab ist Jesus. Er wurde ja auch geschlagen, angespuckt und hat sich nicht gewehrt. Nein, ich habe die nicht rausgeschmissen.
Ich habe die ganz bestimmt nicht rausgeschmissen. Wenn vor, die noch vor, alle, sind, vor allem Johnny, das, vor allem Johnny, da, Johnny, dazu kommt ja auch noch, als Jesus verhaftet worden ist. Da hat ja Paulus, meine ich, das Schwert gezogen und Jesus hat gesagt, nein, steck es und der hat dem einen Römer ein Ohr abgehauen. Jesus hat das Ohr wieder dran gesetzt und hat gesagt, steck das Schwert ein. Und allein daran sieht man schon, selbst wenn man angegriffen wird, soll man sich nicht verteidigen. Ich meine, ich selber bin Atheist. Ich sage, okay, wenn mich jemand angreift, dann wehre ich mich selbstverständlich auch. Aber ich sag mal so, mit Jesus an sich kannst du keine Gewalt rechtfertigen. Deswegen ist auch der Schwachsinn, dass du im Christentum Gewalt anwenden darfst oder was die Kirche macht. Ich bin ehrlich, ich sag, die Kirche repräsentiert aus meiner Sicht nicht das Christentum. Also die Kirche ist für mich eine staatliche Organisation, aber sie hält sich in vielen Punkten nicht an das, was Jesus gemacht hat. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung zu dem Thema. Und ich als Ex-Christ habe von der Kirche nur einen geharnischten Brief geschickt bekommen, dass ich, warum ich aus der Kirche raus bin. Aber das war's auch schon. Also da hat keiner gedroht, dass ich dass ich mit dem Tod zu rechnen habe, dass ich eine Frist habe, um zurückzukehren und so. Das ist leider allerdings im Islam so. Also wenn ich, genau, wenn ich meinem Imam sage, dass ich vom Islam aus... Jesus hat uns einen freien Willen gegeben und entweder wir nehmen das an oder nicht. So zum Beispiel ist ein gutes Beispiel das Gleichnis des verlorenen Sohn. Der Sohn war bei ihm, ist aber weggegangen und ist dann zurückgekommen. Zum Beispiel jemand hat an Gott geglaubt, ist dann abgekommen und ist dann zurückgekommen. Aber keiner hat ihn gezwungen. Gott hat ihn berührt und zurück zu sich gebracht, nicht der Mensch. Nicht der Wind. Jeder Mensch hat einen freien Willen, ob er glauben möchte oder nicht. Im Christentum Jesus, Gott zwingt keinem zu glauben. So hab ich das in meiner Religion aber auch gelernt. Aber Volkert, was passiert denn mit den ganzen Leuten, die verfolgt werden? Also sagen wir, jetzt haben wir natürlich keine Scharia, aber in Zukunft vielleicht, wie ihr das sagt, was passiert dann? Nein, aber was passiert denn mit den ganzen, die jetzt verfolgt werden? Es gibt so viele Moslems, die ausgetreten sind und werden verfolgt. Es gibt so viele Moslems, warte, ich rede, danach kannst du reden. Es gibt so viele Moslems, die Angst haben, das zu sagen, dass die da raus wollen. Es gibt so viele Moslems, die können nicht mal rausgehen, obwohl die das wollen, weil die so viele Angst haben. Ich verstehe das nicht. Also wenn ich vom Judentum rausgehen möchte, das geht in ein paar Minuten und da redet keiner mit mir und bringt mich auch nicht um oder verfolgt mich. Kann ich auch machen. Und einen Moment, Punisher, bitte korrigier mich, falls ich was falsch gesagt habe. Ja, ihr könnt weiterreden. Ich kann das aber auch machen. Ich kann auch heute vom Islam austreten und keiner verfolgt mich. Es kommt, wie gesagt, darauf an, in welchem Kreis du hier in Deutschland bist. Wenn du in einem streng gläubigen Kreis bist, dann werden die dir schon sagen, hier, kehr zum Islam zurück, sonst passiert dir was. Aber das Ding ist halt, wenn du in Deutschland hier, Deutschland ist ja ein säkulärer Rechtsstaat. So. Und wenn du hier in Deutschland, das ist ja das Gute an der ganzen Sache, du hast hier in Deutschland sehr viele Muslime, die weder wissen, was da im Koran genau steht, noch diese ganzen Hadithe kennen, dass man, wer die Religion verlässt, den tötet. Das wissen die allermeisten hier gar nicht. Deswegen haben wir mit vielen Muslimen hier auch kein Thema, weil die sich auch eben europäisiert haben bis zu einem gewissen Grad. Aber das Problem sind ja diejenigen, die an der Grenze nicht ihr Päckchen abgegeben haben, was den politischen Islam angeht, sondern das mit hier reinnehmen und hier Parallel- und Gegengesellschaften gebildet haben. Und das sehen wir leider an diesen Palästina-Demos hier teilweise, wo da übelste Gewaltausschreitungen sind und wo die das wirklich im Namen von Allah machen, weil die sagen, ja, der Einzige, vor dem ich mich rechtfertigen muss, ist Allah. Und Allah sagt eh, dass ich diesen Rechtsstaat hier nicht anerkennen muss. Und wenn wir in der Mehrheit sind, dann werden wir sehen, was passiert. In Berlin hatte die Bürgerbewegung Pax Europa eine Kundgebung gehabt und da hatten wir auch mit einem Moslem geredet und der hat auch gesagt, hier, wenn die Scharia kommt und ihr nicht den Islam annehmen wollt, dann wird angegriffen. Und das sind keine Einzelaussagen. Eben hier, Al-Albani hat es doch genauso gesagt. Wir haben sehr, sehr viele Muslime, leider, die sagen hier, die Scharia ist für mich woran wir uns halten müssen und nicht das Grundgesetz. Und danach werden dann auch die Maßstäbe gesetzt. In meinem Heimatland ist es nicht so. Ich kann immer nur das sagen, wo ich lebe oder wo ich herkomme. Woher kommst du? Ich komme gebürtig aus der Türkei und da ist es genauso wenig. Da sind sogar mittlerweile
viele Artisten Wie ist es denn in Izmir Menderes oder in Karamarmaris? Wie ist es da in der Türkei oder in Kayseri? Ich komme aus Gaziantep, syrische Grenze. Ja gut, Gaziantep, ja gut, das ist ja eine Stadt, wir wissen schon, was das für eine Stadt ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nee, rede doch, lass uns reden, bitte. Nein, Karamarmaris, erzähl uns mal, wie ist es dort? Ist es dort etwa nicht so extrem radikal muslimisch oder Izmir Menderes, der Stadtteil, sehr, sehr muslimisch, da kannst du ja noch nicht mal mit einer Zigarette in der Hand. Izmir, Stadtteil Menderes, mein Lieber, ja. Ich bin aktuell in der Türkei. Ich lebe seit 2 Jahren hier. Ich weiß, wie es in der Türkei ist. Ja, die Türkei ist sehr atheistisch, da gebe ich dir recht. In vielen Teilen. Ja, es ist nein, aber ich kann nicht als Nicht-Muslim, ja, kann ich nicht auf die Straße gehen und ganz einfach mein Evangelium verkünden. Ja, da wissen wir beide, was da los ist, ja. Ich kann auch nicht als Nicht-Muslim beziehungsweise als Christ, ja, großartig hier mit meinem Kreuz irgendwo hinlatschen, machen und tun, ja. Wenn ich oberkörperlauf frei hier an den Strand gehe, da gucken die mich ja schon richtig blöd an. Verstehst du? Also es gibt auch in der Türkei gibt es Abteile, die sehr radikal sind, ja. Ich war in Menderes in Izmir. Ja, also ich habe mich da absolut nicht wohl gefühlt, nachdem die Leute da erfahren haben, dass ich Christ bin. Ich bin auch froh, dass ich da sofort wieder draußen war, mein Lieber. Also es gibt auch in der Türkei radikale Abteile, so ist es nicht, ja. Wir brauchen uns das nicht schönreden. Selbst in Deutschland, Hope war gestern dabei, war das gestern oder vorgestern, ja, ist ein junger Mann bei mir in den Stream reingekommen, den ich kenne. Der lebt aktuell in Deutschland, ja. Ich habe von ihm Nachrichten bekommen, ja, die er mir weitergeleitet hat, Screenshots. Er hat den Islam verlassen seit 4 Monaten. Ja, seine eigene Familie und die Leute in seiner Moschee haben ihn mit dem Leben gedroht, wenn er nicht zurückkommt in den Islam. Ja, also verschönert bloß nicht den Islam. Das passiert aktuell auch sehr, sehr oft in Deutschland. Ja, nur weil ihr die Augen zumacht oder, sage ich mal, es euch vielleicht selber nicht betrifft, ja, weil ihr nicht wirklich gläubig seid, was den Islam betrifft. Ja, aber diese radikalen Muslime, die ihre Schriften verstehen und nach ihren Schriften gehen, die handeln auch ganz, ganz anders da. Nur weil du das nicht kennst, heißt das nicht, dass die Religion nicht so ist. Würde ich jetzt nicht so zusagen. Okay, ihr Lieben, ich gehe jetzt schlafen. Euch noch, habt euch lieb. Vielleicht... Ja, jetzt, Moritz, ich muss auch schlafen gehen. Ja, ich schließe mich auch an. Bei mir ist ja schon 2.30 Uhr, Leute. Was? Okay, ja. Gute Nacht, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ja, gute Nacht. Ja, Gottes Segen. Danke. Würden wir sagen, mach mal für heute Schluss. Ja. Reicht. Jo, dann schlaf gut. Ja, Gottes Segen euch. Ciao, ciao. Ja, danke dir auch. Ciao. Danke. Ciao. Du Volkan? Ja. Halalbasis alles, gell? Wir reden nur hier. Ich habe echt nichts gegen dich. Keiner hat hier was gegen dich als Mensch. Ja. Du, hier geht's wirklich einfach nur um Freunde. Ideologie. Ist Theologie Armenier und orthodoxer Christ. Nur so, alles gut, ich wollte das nur mit auf den Weg geben. Ja, Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ja, auch wenn die Gespräche hier manchmal ein bisschen hitzig sind, es braucht keiner von euch denken, dass wir euch irgendwie persönlich angreifen wollen oder so. Das ist es nicht. Ja? Deswegen bin also, ich hochgekommen, damit wir sachlich und neutral sprechen können und nicht. Alles gut, ja, Gespräche werden halt manchmal hitzig, das ist normal, man sollte halt nur, sage ich mal, die Größe und die Kunst darin haben, sich am Ende des Gespräches einfach mal Gottes Segen zu wünschen und im Guten auseinanderzugehen, egal worum es geht. Vollkommen, ja? Ich gebe auch also, ganz gerne meine Hand, auch wenn sie eine Frau ist, überhaupt kein Problem. Gottes Segen euch allen, gute Nacht, gell, schlaft gut, Leute. Ebenso. Ciao, ciao. Ja, schlaft gut.